Jetzt ist Ich glaube, Marina ich auch habe da. Recording an. Hallo, jetzt ist der Bildschirm da. Crossroads Hi. Europe. Wuhu. Jetzt hat's Hallo. geklappt. Oh, jetzt purzeln Geröllhaufen. Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt. Ja, entschuldige, wir hatten echt hier gerade so ein bisschen Nee, kleines. das liegt ja nicht an euch. Ich habe nur die ganzen E-Mails nicht bekommen und das hat mich ein bisschen irritiert, weil ich auch im Spam geguckt habe und da war nichts. Insofern nochmal ganz lieben Dank für deine unkonventionelle Beantragung über deine eigene Adresse, Ricarda. Das war großartig. Ja, ne, ich glaube, das hört dann hat man irgendwie doch die Kontrolle Ja. und kann es nochmal Ja. weiterleiten. Das war super. Und jetzt sehe ich auch die PowerPoint. Super, bei mir wird sie ein ganz klitzekleines bisschen unscharf angezeigt. Ich fürchte, das kann ich nicht beheben. Ich hoffe, das ist Bei im mir sieht es scharf aus. vernünftigen Rahmen. Und wenn du noch irgendwas ausprobieren möchtest, Christine, aber du bist ja in Zoom sowieso zu Hause, denke ich. So habe ich das immer mitgenommen. Ja, das ist ein gutes Stichwort. Ich könnte das ja auch mal anschließen in den Käbchen. Ich gucke mal einmal, ob ich teilen kann. Nee, du, ich müsste noch die Rechte bekommen zum Teilen. Könnt ihr mir noch mal eben sagen, wie ich dann die Diskussionsteilnehmer oben einstellen kann, dass ich die sehe? Also nur die sprechen, weil ich habe immer nur gerade diejenige, welche die spricht im Bild. Du müsstest ganz oben rechts steht Ansicht. Da kannst du mal ein bisschen rumspielen. Also es gibt Standard, Nebeneinander-Modus, Sprecher. Siehst du das? Also bei mir ist das, also du musst mit der Nee, ich Maus ein hab's bisschen nicht. rumgehen und dann erscheint es ganz oben rechts. So ein ganz kleines Dings mit Ansicht. Ein ganz kleines Feld. Vollbild schließen, warte mal, vielleicht Optionen. Genau, da wo auch zu Vollbild wechseln steht. Geht's bei dir, Christine? Entschuldige, dass ich immer noch so Vollbild querfrage. schließen und Vollbild machen. Ich kann noch. Ah ja, doch jetzt kann ich den Bildschirm stehen. Also jetzt, da würde ich den jetzt wegnehmen. Das will ich aber nicht. Aber es sagt, dass ich es jetzt kann. Perfekt. Also du kannst das auch gerne, wenn du das einmal möchtest, noch machen. Wir haben ja genug Zeit. Das würde ich ganz Ich dir habe überlassen. so. Ich kann ja einmal meinen Bildschirm teilen, ohne dass da was drauf ist, weil ich jetzt ja noch nicht gestartet habe. Das kann ich ja mal probieren. Continue. Jo. Und Das Maren sieht gut hat sich deine aus. Genau. Frage. Ah ja, Nee, super. leider noch nicht. Ich versuche das, sonst muss ich das nochmal über den Jetzt Download kannst du wieder probieren. zurücknehmen. Danke. Weil das schon da war, verstehe ich jetzt gar nicht. Vielleicht hier rüber nochmal. Die beiden Dolmetscher scheinen auch gerade noch nicht reinzukommen, ne? Mein Bildschirm seht ihr wieder, oder? Besonderer Dank an Esther jetzt und jetzt Okay. navigierst du dich durch Lese- und Vollbildmodus. Ich schreibe mal Johannes, dass er mit den Dolmetschern mal Kontakt aufnimmt. Einen Moment. Vielleicht, Larissa, kannst du Maren noch mal Ihr habt das mit ihrer alles über Ansicht helfen? Installationen gemacht, ne? Über eine Zoom-Installation auch. Oder ist bei euch jemand über den Browser drin? Also ich bin immer über den Browser drin, wenn ich zu Zoom gehe. Ja, ich eigentlich auch. Also das ist, aber was siehst du denn, wenn du ein bisschen mit der Maus rumfährst? Sonst müsste es vielleicht unten bei dir sein. Tatsächlich nicht. Also ich kann Teilnehmer sehen, die kann ich dann einladen, stumm schalten, Wortmeldung. Dann habe ich diesen Vollbildmodus, aber da sehe ich wirklich nur quasi Zoom im Vollbild. Da kann ich nichts weiter gucken und dann kann ich an Fenster anpassen oder auch nicht an Fenster anpassen. Und mehr kann ich quasi nicht machen. Also ich kann auch stumm schalten, Video anhalten und so weiter. Ich sehe auch den Chat. Und bei mehr habe ich nur Disable Video Receiving und Übern.
Ansonsten kann ich das auch über den Download jetzt probieren, aber. Christine, wird dir das angezeigt? Kannst du die Ansicht verändern? Weil du müsstest mit Marie die gleiche Ansicht theoretisch haben als Diskussionsteilnehmerin. Ich habe jetzt gerade nicht zugehört, weil ich mache das mit dem Webinar nicht so häufig. So Video, Share Screen, Full Screen. Wird das bei dir oben rechts angezeigt als Ansicht? Also wie viele Bildchen zeigt es bei dir an sozusagen? Nur den Sprecher oder alle? Nee, ich habe alle. Also ich kann auch auf Set, also Speaker, Galerieansicht und Standard. Genau, das meine ich. Wo ist das bei dir? Wo ist das bei dir? Ganz oben rechts und zwar unter Ansicht oder View. Bei mir ist es also auf Englisch. Also ich sehe oben quasi alle Personen und rechts, ganz rechts so eine Mini-Kachel, da steht View. Aber ich bin nicht im Browser drin. Ich habe die App runtergeladen von Zoom. Dann mache ich das wahrscheinlich auch mal ganz schnell. Ja. Sonst lade ich schnell runter. Es geht ja, ich hatte die schnell. Und das Webinar ist ja noch nicht gestartet. Also kann auch sein, dass dann die Ansichten sich gleich nochmal ändern, wenn das Webinar wirklich gestartet ist. Das weiß ich nicht. Ich mache das nicht so oft. Ich bin meistens in dem normalen. Ja. Da scheint jemand da zu sein. Hallo. Hallo. Ricarda Tim von der Europa-Union, wer ist denn da? Ja, guten Tag, hier spricht Johannes Hampe für die Firma Norbert Zenker, einer der Dolmetscher. Wir sind auch schon ganz bereit. Super, das heißt, Sie sind schon da und können Sie Ihrerseits sonst abschätzen, ob irgendwas nicht richtig wäre, wir noch irgendwas einstellen müssten oder sieht alles so aus erstmal, wie es aussehen muss für Sie? Wir bräuchten noch die Übersetzerfunktion. Wir müssten noch einen Übersetzer zugeschickt bekommen. Das ist jetzt gerade der zweite Dolmetscher, der spricht. Ja, ich habe hier nicht die Möglichkeit, Sie zum Übersetzer zu annennen. Sind Sie der Host? Ja. Es müsste ja bei Zoom dann diese Dolmetscherfunktion geben. Es könnte auch sein, dass das erst geht, wenn das Webinar offiziell startet. Ja. Das ist aber dann relativ spät. Also ich weiß es nicht, ob es dann ist. Also wir hatten sie so angelegt, wie wir die Daten dafür bekommen haben. Okay. Im Backend als Übersetzer. Ja. Und das wäre jetzt eben die Frage, wenn Sie sagen, dass Sie normalerweise immer von auch schon in diesem Probebereich als Übersetzer drin wären, dann würde das natürlich heißen, dass also wir irgendwie. Wir müssen auf alle Fälle, also es ist immer so, dass wir eine Nachricht bekommen, wo dann steht, Sie sind als Dolmetscher zugewiesen und da müssen wir raufdrücken und dann können wir zwischen Deutsch und Englisch hin und her schalten. Aber ich denke, die Dame hier von Zenker und Kollegen, die das jetzt eingerichtet hat, die ist gleich wieder hier, dann können wir sie auch nochmal fragen. Aber es müsste auf alle Fälle passieren, bevor das dann offiziell losgeht. Denn wenn es dann losgeht, müssten wir im Prinzip schon losdolmetschen, was wir erst machen können, wenn wir die Dolmetscherfunktion haben. Okay. Auch das noch nicht, was ich als Hinweis geben soll, dass Sie unten sozusagen die Sprache wechseln können. Ja. Das sehe ich quasi unten auch noch nicht in meiner Ansicht. Nee, das müsste dann bei Ihnen sein, genau. Ich kann Ihnen die Einladung, wo Sie bei uns als Dolmetscher vermerkt sind, nochmal zuschicken jetzt. Haben Sie Zugriff auf die jeweiligen Mailadressen? Aber darüber sind Sie ja wahrscheinlich jetzt reingekommen. Ja. Aber manchmal muss man das Tatsache mehrmals. Ich schicke Ihnen das jetzt einfach nochmal. Da kann man auf erneut senden gehen. Ja. Und ich hole gleich mal den Techniker. Eine Sekunde. Genau. Also ich habe es jetzt erneut gesendet. Larissa, du hast doch jetzt auch alle Funktionen, die du sehen kannst, ne? Umfragen. Ja. Du siehst aber auch nirgendwo, weil du hattest ja letztes Mal bei dem Test uns sozusagen zum Dolmetscher erklärt, das siehst du da jetzt aber auch nicht, ne? Nee. Mhm. Also ich denke, ich habe es halt noch nie in der Übungssitzung probiert, das könnte jetzt daran liegen. So, stimmt, das sagt dann jetzt auch Übungssitzung, aber das springt ja dann automatisch um, ne? Hab gerade Johannes am Telefon.
So, jetzt kommt ja auch gleich nochmal der Techniker. Ich habe Ihnen die Links auf jeden Fall gerade nochmal geschickt. Ja, gut, gut, dann werden wir gleich mal probieren, ob wir da vielleicht nochmal neu reingehen müssen. Den ich sehe auch gerade, wir sind ja jetzt als Teilnehmer gemeldet. Als Diskussionsteilnehmer, genau. Ja, nicht als Zuschauer, sondern extra als Diskussionsteilnehmer. Ja, weil wir dürfen nicht als Teilnehmer hier sozusagen erscheinen, sondern müssen wirklich diese Dolmetscherfunktion haben. Aber der Techniker kommt gleich und dann kriegen wir das schon hin. Bis gleich. Bis gleich. Maren, klappt das bei dir jetzt mit der Ansicht? Ja, Ansicht ist super. Okay. Also ich sehe jetzt alle Sprecher oben, also vier immer nebeneinander. Da ist noch der Herr Zenker drin. Jetzt habe ich gerade die Maus abgesteckt. Und hier spricht nochmal Johannes, der Dolmetscher für Norbert Zenker. Also man könnte natürlich empfehlen, gleich das eigentliche Webinar. Ist das als Webinar aufgesetzt? Ja. Ja, dann könnte man eigentlich das, dann wäre es nicht nötig, jetzt das als Übungssitzung zu machen. Ich würde empfehlen, bereits jetzt das Webinar scharf zu schalten, weil man dann ja immer noch die Möglichkeit hat, also nur die Diskussionsteilnehmer zuzulassen, während die Zuschauer, das Publikum noch außen vor ist. Also, denn wir sollten als Dolmetscher vorher schon zugewiesen sein. Sonst besteht ja die Gefahr, dass allein durch diese technischen Operationen der Anfang verzögert wird. Aber meinen Sie nicht, dass wenn wir jetzt schon das Webinar starten, die Zuschauer sich auch schon einwählen können? Das wollen wir ja verhindern vor 17 Uhr. Nein, Sie müssen die in der Regel reinlassen. Also ich bin selbst Inhaber einer solchen Lizenz. Okay, Ricarda, wollen wir das tun? Du bist noch stumm. Ich habe jetzt hier noch was gefunden. Ich habe jetzt hier gefunden Dolmetscher 1 und 2 und kann auf Starten klicken fürs Dolmetschen. Ah ja, super. Dann machen Sie das. Das ist gut. Bitte. Ja, sehr gut. Oh. Jetzt geht es. Okay. Guten Tag, Herr Oetchen. Moin. Entschuldigung, dass ich ein bisschen spät bin. Oh, das ist nicht so schlimm. Hallo. Wir sind auch noch in der Findungsphase hier. Sehr gut. Moin. Schönen guten Tag. Super, dass es geklappt hat. Wir hören und sehen Sie sehr gut. Sie hatten ja auch schon den Techniktest. Unsererseits funktioniert damit alles. Wenn Sie noch Fragen haben, immer sehr gerne. Unten links bei mir im Bild zumindest sehen Sie Marien Hirschnitz, die Moderatorin. Und ganz oben rechts Christine Eumann, die das Ganze bildlich als Graphic Recording festhalten wird. Genau, und wenn Sie noch Fragen haben, ist sozusagen jetzt der Moment dazu. Und sonst können Sie gerne auch sich nochmal ein paar Minuten die Beine vertreten, wenn bei Ihnen alles geklärt wäre. Nee, alles gut. Nur einmal für den Ablauf. Wir starten um 17 Uhr pünktlich und hören um 19 Uhr pünktlich auf. 18.30 Uhr. 18.30 Uhr, hervorragend. Dann habe ich ja sogar noch 30 Minuten Luft bis zum nächsten Anschlag. Hervorragend. Direkt eine Pause, Mensch. Weißt du, kann ich sogar Abendbrot essen. Das ist ja großartig. Ich hätte vielleicht noch eine Frage an Sie, Herr Oetchen. Bitte. Oetchen ist erstmal richtig ausgesprochen. Ja. Ja, wunderbar. Und gibt es ein Steckenpferdthema in den EU-Afrika-Beziehungen? Also eine Frage, wenn sie denn kommt, weiß ich nicht, Entwicklungshilfe oder Schwerpunkte Migration und Menschenrechte. Okay. Hallo Frau Dr. Hagenisch, wir sehen Sie jetzt auch. Hallo. Wir hören Sie auch. Sie hören mich auch. Genau, sehr gut. Das funktioniert alles. Sie sehen schon im Bild
Herrn Oetjen, Ihren Gesprächspartner, Marien Hirschnitz, die Moderatorin, ganz oben links meine Kollegin, die Sie schon kennengelernt haben, und rechts Christine Eumann, die das Ganze als Graphic Recording festhält. Wir warten noch auf Herrn Dr. Mabanza, dann sind wir in diesem Kreis sonst vollständig. Und wenn Sie noch Fragen haben zum jetzigen Zeitpunkt an Frau Hirschnitz oder Herrn Oetjen, was Sie gerne vorab noch besprechen wollen, haben Sie jetzt die Gelegenheit. Und sonst, da wir jetzt wissen, Sie sind da, es funktioniert Bild und Ton immer noch einwandfrei, hätten Sie auch sonst noch mal die Möglichkeit, sich ein Glas Wasser zu holen. Wir würden pünktlich um 17 Uhr starten. Genau, das zu dem Setting der nächsten Minuten. Und ja, ich freue mich sehr auf den Austausch, Herr Oetjen und Frau Hirschnitz, und bin gespannt natürlich auf die Fragen dann der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und in welche Richtung uns die Diskussion dann führen wird. Das geht mir genauso. Ich müsste noch mal kurz ans Telefon und ich gebe mal an meine Kollegin Frau Montag ab. Entschuldigen Sie bitte. Guten Tag, Herr Dr. Mabanza. Schön, dass Sie als dritte Person auch zu uns gestoßen sind. Ich hoffe, Sie hören und sehen uns gut. Ich höre und sehe gut. Ich habe Schwierigkeiten gehabt, reinzukommen. Okay, aber jetzt funktioniert alles bei Ihnen? Ich habe bei Ihnen im Büro angerufen. Ach so, okay. Eine freundliche Einleitung. Okay, sehr gut. Das freut uns. Sie sehen schon, Herrn Oetjen und Frau Dr. Hackenesch sind auch schon vor Ort. Frau Hirschnitz, die Moderatorin, und auch Frau Christine Eumann, sie wird das Ganze grafisch darstellen am Ende. Genau, gibt es von Ihrer Seite noch Fragen? Super, weil sonst haben wir alle noch 5 Minuten zum Luft holen, wenn Sie noch ein Glas Wasser benötigen. Dann können wir pünktlich um 17 Uhr gemeinsam starten. Okay. Immer. Grüße an Frau Hackenesch. Wir haben uns seit langer, langer Zeit nicht mehr gesehen. Hallo, ja, hat mich auch sehr gefreut, dass sich jetzt nochmal die Gelegenheit ergibt. Sie sind ja lokal auch ein bisschen näher aneinander, ne? Habe ich gesehen, Heidelberg und Bonn? Ja. Nicht direkt um die Ecke, aber geht. Herr Oetjen hat einen bisschen weiteren Weg. Ich weiß, da wäre ich noch drauf gekommen. Also ich glaube, Brüssel ist fast näher von Bonn aus als Heidelberg. Ah ja. Sehen Sie, da habe ich wieder was gelernt. Fast Dreiländereck, ja. Wir sind die Enklave aus Berlin. Ich fülle vielleicht auch eben nochmal mein Wasser auf. Ja. So, ich habe gesehen, jetzt sind auch alle da gewesen. Genau. Sind ein paar Bilder wieder schwarz geworden. Ich gehe nebenan, da werden noch kurz die Beine vertreten. Ja, die berühmten Wassergläser werden aufgefüllt. Und dann haben wir jetzt noch so knapp 4 Minuten auf meiner Uhr. Ich gebe dann aber auf jeden Fall nochmal das Signal, wenn es losgeht. Und ich werde jetzt auch schon mal in den Bildschirmteilmodus gehen. Nicht erschrecken, dadurch wird die Anzeige jetzt schon mal für alle etwas kleiner. Das ist dann nur am Anfang zu sehen. Später gehe ich da wieder raus, damit die Gesprächspartnerinnen auch entsprechend gut zu sehen sind. Larissa, hast du bei dir jetzt eine Anzeige, wo du auch aus dem Übungsmodus raus starten könntest? Ja. Dann müsstest du das gleich einmal machen, weil dadurch, also um 16 Uhr 59 und 30 Sekunden, weil ich habe diese Anzeige jetzt nicht mehr in den Bildschirmübertragen-Modus. Mhm. Genau. Okay, super. Und da sehe ich jetzt auch gerade nochmal im Bild. Unser Logo. Und dann haben alle nochmal die Möglichkeit, sich 1-2 Minuten zu sammeln, und ich gebe dann nochmal das Signal. Bevor es mit der Aufzeichnung und dem Live
Gang losgeht, meinst du? Ja, wir werden so ein ganz kleines bisschen, also wirklich so eine halbe, dreiviertel Minute vor 17 Uhr starten, damit die Teilnehmenden im Wartebereich, die schon da sind, schon mal so ein bisschen eintrudeln können und einfach damit wir sicher gehen können, dass man nicht überrascht wird, dass es plötzlich losgeht, sondern wir eben das Signal geben können und alle dann auch wissen, jetzt ist es live. Und Maren, du kannst dann gerne auch schon mal in die Runde begrüßen, das vielleicht einfach ein-, zweimal machen, einmal auf Deutsch und auf Englisch, wegen derjenigen, die vielleicht die Übersetzung nutzen möchten. Du kannst dann aber auch relativ schnell starten. Also du brauchst nicht diesen großen, brauchst keine Lücke überbrücken. Die Leute ploppen dann nach und nach dazu. Dafür haben wir ja die Einleitung am Anfang, dass eigentlich dann alle nach und nach dann dazukommen müssten. Meiner Uhr ist es jetzt 16.58 Uhr. Genau, ich warte noch eine halbe Minute und werde jetzt auch schon mal mein Bild wegmachen, weil mich braucht man ja nicht sehen, man muss sie sehen. Genau, wenn etwas so ist, ich bin da. Auch. Mit Logo gleich. Sehr, sehr schön. Wenn schon denn, schon haben wir uns gedacht. Manometer. Das ist echt hübsch. Und mit Logo der Konferenz zur Zukunft Europas. Da bin ich ganz begeistert. So, Ricarda, ich würde jetzt einmal starten. Wunderbar. Darfst du schon einmal kurz herzlich willkommen heißen auf der Plattform des heutigen Bürgerdialoges der Europa-Union. Finden Sie sich ruhig erstmal ein. Wir haben noch ein paar Sekunden, bis wir live gehen und die Veranstaltung starten. Und dann zeigt meine Uhr schon 17 Uhr. Insofern würde ich jetzt auch offiziell beginnen. Und darf Sie noch einmal alle ganz herzlich willkommen heißen zum heutigen Bürgerdialog der Europa-Union Deutschland. Mein Name ist Marin Hirschnitz. Ich darf Sie heute durch den Abend und oder durch den späten Nachmittag vielmehr geleiten und durch die Diskussion führen um die Zukunft der EU-Afrika-Beziehungen. Ich freue mich sehr, dass Sie alle so zahlreich erschienen sind, trotz Sonnenschein draußen und dem ganzen Strudel, ob der Online-Veranstaltungen, dass Sie sich für uns entschieden haben, freut mich sehr. Und ich freue mich darüber hinaus, drei ausgewiesene Experten für das Thema begrüßen zu dürfen. Frau Dr. Christine Hackenesch, Herrn Dr. Bonifaz Mabanza und Jan-Christoph Oetjen. Ich bin kurz gestolpert, ob ich es jetzt nach meinen Bildchen sortiere, aber ich mache das so, dass Sie das auch nachvollziehen können und freue mich, dass wir alle hier zusammen da sind. Bevor wir allerdings starten, möchte ich um Erlaubnis bitten, dass Sie mir noch gestatten, einige technische Hinweise zum Ablauf der Veranstaltungen, aber auch der einzelnen Tools, die wir hier zur Verfügung haben, Ihnen mit auf den Weg zu geben. Sie sollten alle oben die Bilder der sprechenden Personen sehen oder der Referenten und von mir. Genauso sollten Sie unten drunter die Präsentation sehen können, wo auch die technischen Hinweise Sie jetzt gleich nochmal mitlesen können. Es gibt heute eine Simultan-Übersetzung. Hierfür ist im unteren Feld bei mir ist es unten rechts sozusagen an der Präsentation dran, eine kleine Weltkugel mit dem Schriftzug Dolmetschen. Da können Sie von Deutsch auf Englisch wechseln. And of course to all our international attendees, I'm very pleased that you also joined the session today. And this dialogue will be translated. So in case you have trouble understanding German and haven't found the right option yet, please click on the little world ball, the globe, where it says Dolmetschen or translate, depending on your Zoom application, and there you can switch from English to German and the whole discussion will be translated for you.
Ja, und ein wichtiger Hinweis auch noch an dieser Stelle für alle, die dabei sind. Der Bürgerdialog wird heute aufgezeichnet, um auch da die Anonymität von allen zu wahren. Sie sind nicht per Bild zugeschaltet, wenn Sie Zuschauer, Publikum, Teilnehmende oder ja, dergleichen sind. Wir sehen lediglich ein kleines Kästchen von Ihnen und wenn Sie möchten, können Sie natürlich auch Ihren Namen noch in anonym ändern, sodass das alles nachher auch seinen ordentlichen anonymen Gang geht. Genau, das geht unter Einstellungen auf dem kleinen Zahnrad-Symbol. Ja, für Fragen technischer Art, wenn Sie Probleme haben, wenn irgendetwas nicht klappt, gibt es im unteren Bildschirm F und A, ein kleiner Button mit Sprechblasen. Dort können Sie bitte Technikfragen an das Team im Hintergrund wenden. Und natürlich ist das ein Bürgerdialog, bei dem Sie alle gefragt sind, bei dem Sie mitmachen dürfen, Fragen stellen dürfen, Ihre Anliegen uns mitteilen. Und das können Sie einerseits schriftlich machen. Da gibt es gleich neben dem F und A einen Chat. Da ploppt auch schon eine kleine 2 auf. Wurde noch eben gerade erklärt, wie Sie sich auch in technischen Problemen verhalten können. Der Chat ist allerdings dann für unsere inhaltlichen Fragen und Umfragen vorbehalten. Ich habe es schon angedeutet, es gibt Umfragen und Abstimmungen. Da wird sich mitunter auch ein kleines Fenster hier unten öffnen, wo jetzt noch die PowerPoint-Präsentation zu sehen ist. Da können Sie sich dann, sobald wir die Umfrage starten, auch einbringen. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit des Handhebens, das sehen Sie auch unten am Bildrand. Da können Sie auch Ihre Fragen stellen. Sie würden dann an passender Stelle in das Gespräch eingeschaltet, von mir per Ton zugeschaltet werden. Da müssten Sie dann sicherstellen, dass auch Sie den Ton und das Mikrofon freigegeben haben. Ja, und dann gibt es noch eine kleine Besonderheit an diesem Tage, dass wir am Ende ein visuelles Protokoll haben werden, das sogenannte Graphic Recording. Für alle, die es nicht kennen, sie dürfen gespannt sein. Und für alle, die es kennen, sie dürfen sich jetzt schon freuen. Ja, damit hätten wir, ich hoffe, alle Fragen rund um Technik und Durchführung schon geklärt. Ich will aber auch nicht versäumen, Ihnen einmal kurz die Reihe und die Besonderheiten des heutigen Bürgerdialogs der Europa-Union vorzustellen. Es ist Teil einer bundesweiten Bürgerdialogreihe Europa, wir müssen reden, die von der überparteilichen Europa-Union Deutschland durchgeführt wird, seit über 5 Jahren nunmehr schon zu aktuellen europapolitischen Themen. Und es ist ein offener und breiter Dialog angestrebt, sodass die Europa-Union Deutschland dazu bereits auch auf ein großes Netzwerk an Partnern zurückgreifen können. Die sehen Sie hier eingeblendet. Ich werde nicht alle natürlich namentlich verlesen, aber Sie sehen, das Netzwerk ist groß und entsprechend viele Teilnehmer sind wir heute auch schon. Genau. Die heutige Veranstaltung ist Teil einer besonderen Terminreihe, nämlich des europaweiten Projektes Crossroads Europe, des Dachverbandes Union of European Federalists oder Union der Europäischen Föderalisten zu Deutsch. Genau, den besonderen Dank sehen Sie hier eingeblendet und ich freue mich besonders, dass nach Stationen in Spanien und Italien, Bulgarien, nun dieses Projekt auch in Deutschland hier von der überparteilichen EUD durchgeführt wird. Da gibt es auch wieder viele Richtungen in verschiedene Zukunftsthemen, bei denen Europa derzeit am Scheideweg steht. Und der Schwerpunkt der Reihe in Deutschland ist die Frage nach der globalen Rolle Europas, insbesondere mit Blick auf die Beziehungen zwischen Europa und dem globalen Süden. Und dazu fand am Dienstag auch schon ein Workshop statt. Da werden wir auch ein paar Ergebnisse heute noch uns gemeinsam anschauen können. Und natürlich sei auch Dank den Kofinanzierern dieses Projekts gesagt, nämlich dem EU-Förderprogramm Europa für Bürgerinnen und Bürger. Ja, nun ist der Vorredner aber auch wirklich genug getan. Sie sehen und Sie sind alle sicherlich gespannt, was es zu diesem Thema Neues zu berichten gibt. Und
An dieser Stelle möchte ich gerne unsere Referentinnen einladen, sich einmal kurz vorzustellen und in einem Satz möglichst in einer kurzen Antwort zu sagen, wer bin ich und was mache ich? Und ich möchte gerne mit Ihnen anfangen, Frau Dr. Christiane Hagenesch. Vielen Dank für die nette Einführung und auch für die Europa-Union Deutschland für die Organisation von dem Event. Ich bin sehr gespannt auf den Austausch mit Ihnen, mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern und mit Herrn Oettchen und Herrn Mabanza. Ich bin Christine Hagenesch und leite am Deutschen Institut für Entwicklungspolitik das Forschungsprogramm Inter- und Transnationale Zusammenarbeit und koordiniere die Afrika-Arbeit am DEE. Und ich beschäftige mich in meiner Forschung und wissenschaftlichen Arbeit mit EU-Afrika-Beziehungen, mit einem besonderen Schwerpunkt auf Demokratieförderung, Entwicklungspolitik, auf den Green Deal und Nachhaltigkeitsfragen und interessiere mich auch für China-Afrika-Beziehungen und welche Herausforderungen sich dadurch für die europäisch-afrikanischen Beziehungen ergeben. Und das DEE ist ein Forschungsinstitut in Bonn und wir machen Forschung, aber auch Politikberatung und Ausbildung. Das heißt, die Forschungsfragen, die wir untersuchen, wir versuchen immer eine sehr praktische Relevanz auch zu identifizieren und dann im engen Austausch mit der Politik uns auch zu bewegen. Und ja, ich hoffe, ich kann vielleicht auch ein paar Einblicke davon heute mit in die Diskussion einbringen. Da bin ich mir ganz sicher. Das klingt sehr danach. Ganz herzlichen Dank für Ihre Vorstellung. Herr Dr. Mabanza, würden Sie sich auch einmal ganz kurz vorstellen, bitte? Wer bin ich und was mache ich? Ich bin Boniface Mabanza, geboren in der Demokratischen Republik Kongo. Ich lebe in Deutschland seit ein paar Jahren, arbeite ich hauptsächlich von Heidelberg aus als Koordinator der kirchlichen Arbeitsstelle Südliches Afrika in der Werkstatt Ökonomie. Wir sind eine Lobby- und Advocacy-Organisation, arbeiten schwerpunktmäßig zu sozioökonomischen Themen. Ich persönlich beschäftige mich mit Handels- und Investitionspolitik und Themen wie China-Afrika-Beziehungen spielen auch eine Rolle bei mir. Vielleicht, wenn ich diese Gelegenheit nutzen darf für einen Werbeblock. Ich war Teil der Fachkommission Fluchtursachen der Bundesregierung, die vorgestern einen Bericht vorgelegt hat. Herzliche Einladung an dieser Stelle, diesen Bericht zu lesen, wahrzunehmen, zu verbreiten. Ganz herzlichen Dank. Vielleicht können wir den nachher auch im Chat noch mitteilen. Für alle, die dabei sind, die Chat-Teilnehmer sind oder unsere ganzen Teilnehmer überhaupt, sind heute schon, sind gerade schon aktiviert worden, den Chat auch zu nutzen. Während Sie sich vorstellen, geht die Frage an die Bildschirme, von wo sind Sie heute zugeschaltet, from where you tuned in today. Aber zunächst darf sich erstmal noch Herr Oettchen vorstellen. Herzlich willkommen. Ja, moin von meiner Seite. Und ganz herzlichen Dank an die Europa-Union für die Einladung und ich freue mich auch auf die Diskussion mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, mit Frau Hagenesch und mit Herrn Mabanza. Ich bin Abgeordneter im Europäischen Parlament für die Freien Demokraten und sitze im Innenausschuss des Europäischen Parlaments, wo ich im Wesentlichen Migrationspolitik mache. Migrationspolitik begleiten mich schon viele Jahre, früher im Niedersächsischen Landtag schon, weit vor 2015/16, um das gleich dazu zu sagen. Und im Europäischen Parlament habe ich die Gelegenheit genutzt, auch sozusagen nicht nur die migrationspolitische Sicht, die wir als Europäer immer einnehmen, sozusagen zu betrachten, sondern mich in die Entwicklungspolitik mit einzubringen. Ich sitze im Entwicklungsausschuss, dem Development-Ausschuss des Europäischen Parlaments und in der gemeinsamen parlamentarischen Versammlung der Europäischen Union mit den afrikanischen, karibischen und pazifischen Staaten, wo wir sozusagen im direkten Austausch und Dialog mit Abgeordneten aus den AKP-Staaten sind. Was sehr spannend ist, weil der direkte Austausch bringt meistens ein Vielfaches von dem, was man erreichen kann, wenn man sozusagen jeder auf seiner Seite bleibt. Insofern freue ich mich über den Austausch heute
denn auch der wird uns alle voranbringen. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank. Das hat auch die Chat-Nachrichten haben schon mal gut geklappt. Wir sehen auch, dass nicht nur Sie von diversen Städten und ja, Ländern, Brüssel, Belgien, zugeschaltet sind, sondern auch aus unsere Teilnehmer kommen aus sehr vielen verschiedenen Ecken, zumindest der Bundesrepublik, sehe ich hier, aber auch gerne nochmal an unsere internationalen Teilnehmer gerne der Hinweis, dass sie sich auch nochmal im Chat verewigen können und dass die Diskussion spannend wird. Da habe ich keine Sorge, wir sind schon knapp an die 100 Teilnehmer, 97 werden jetzt bei mir eingeblendet. Insofern sollten wir auch tatsächlich starten mit der nächsten Frage, die wieder für alle Zuschauerinnen und Zuschauer im Chat Waterfall, also im Chat bitte zu beantworten, ist, Sie drei und ich, wir können nicht im Chat schon teilnehmen, bei den weiteren Abstimmungen nicht. Genau. Wodurch ist Ihre eigene Wahrnehmung von den Ländern des afrikanischen Kontinents geprägt? Ich möchte Sie alle herzlich einladen, kurze Statements in den Chat zu schreiben, damit wir auch vielleicht eine Einschätzung bekommen um den Wissensstand, ob das Wissensstand der Teilnehmenden. Und mich interessiert natürlich auch, ganz kurz, mein Auge ist irgendwas verrutscht, mich interessiert natürlich auch, wie Sie es einschätzen, wie umfänglich ist das Bild von Afrika in Europa und umgekehrt. Vielleicht beginne ich da auch mit der wissenschaftlichen Sicht. Frau Dr. Hackenisch, was ist Ihr Eindruck? Sie meinen auf in Bezug auf meine persönliche Perspektive auf Afrika oder in Bezug auf das Afrika-Bild in Europa? Genau, das Afrika-Bild in Europa. Okay. Das ist vielleicht ein bisschen die Frage, ob man eher in Richtung Wissenschaft schaut oder in Richtung öffentlicher Diskurs. Mein Eindruck ist, dass wenn man in die Medienberichterstattung schaut, dass sich das schon ein bisschen bewegt hat, aber das ist grundsätzlich immer noch eher eine Diskussion zum Krisenkontinent Afrika ist. Also ich würde sagen, ein bisschen differenzierter ist es inzwischen. Aber das ist der Grundthema sozusagen, ist immer noch eher der Krisenkontinent Afrika. Und auch wenn man sich die Medienberichterstattung in afrikanischen Ländern anschaut, ist ganz interessant, dass die auch zum Teil sehr stark dadurch geprägt ist, was bei DPA, BBC, in den internationalen Leitmedien sozusagen diskutiert wird. Und da gibt es auch eine zunehmend kritische Diskussion dazu, wie quasi mehr originär afrikanische Stimmen da auch den öffentlichen Diskurs prägen können. Und wenn wir uns anschauen, Umfragen zur öffentlichen Meinung in Deutschland und in Europa in Bezug auf in Bezug auf EU-Afrika-Beziehungen, würde ich sagen, ist noch Luft nach oben im Hinblick darauf, wie divers die Beziehungen gesehen werden. Also da sind nach wie vor auch Fragen von Armut, Hunger, Krisen, Afrika, der Kontinent, wo Natur wichtig ist und quasi ich würde sagen, da ist sehr viel Luft nach oben in der Differenzierung der Wahrnehmung der Beziehungen und des Kontinentes. Und ich denke, dass das in der Politik auch zunehmend angekommen ist und dass es jetzt auch ein bisschen mehr eine Diskussion darum geht, wie man das Afrika-Bild da ändern kann und da mehr Diversität in die Perspektiven reinbringen kann. Ganz herzlichen Dank. Die Frage würde ich direkt an Herrn Mabanza weitergeben. Was muss getan werden, damit man genau diese Wahrnehmung, die häufig durch die Medien einfach als ja, doch sehr einseitig bespielten sozusagen Krisenkontinent, nannte es Frau Hackenisch gerade, ändern kann. Ja, was getan werden muss, ist aus meiner Perspektive eine Überwindung des kolonialen Blickes. Damit meine ich, dass seit Jahrhunderten Afrika eine Konstruktion ist. Es ist eine Konstruktion, eine Produktionsfläche für Europa und für Europäerinnen. Afrika wurde konstruiert als Kontrast
zu Europa. Und diese Konstruktion macht es auch schwierig, wie Frau Hackenisch das sagt, das wahrzunehmen, was zwischen Afrika und Europa gemeinsam sein kann oder auch ähnlich aussieht. Ich habe auch mit Schulen gearbeitet. Es war interessant, dort zu beobachten, dass wenn wir zu Beginn von Einheiten Schülerinnen gebeten haben, auf eine Afrika-Skizze das zu schreiben, was sie mit Afrika verbinden, genau die Klischees, die negativen, die einseitigen negativen Bilder vorkamen, Kriege, Krankheit, Armut, nichts Positives. Man gewinnt wirklich den Eindruck, die Schüler, Schülerinnen haben nicht irgendwie diese Perspektive, dass das ein sehr großer Raum ist, der es ist, wo Menschen geboren werden, Projekte machen, die gelingen, die auch scheitern wie überall woanders. Und wenn wir dann ein Video gezeigt haben, was auch sehr einseitig plakativ ist, Africa You Never See on TV. Das ist eine Arbeit von ursprünglich von afrikanischen Studierenden in den USA, die es müde hatten, immer zu erklären, dass sie nicht mit Löwen und Leoparden schliefen, als sie in Afrika gelebt haben. Und deswegen haben sie afrikanische Städte aneinander gereiht, hinterlegt mit Musik, Africa You Never See on TV. Und das ist das, was bei deutschen Schülerinnen auch am meisten Impact macht, weil am Ende alle sagen, als Lerneffekt des Tages, sie haben gelernt, dass es auch schöne Häuser, dass es auch schöne Gärten, dass es auch schöne Städte in Afrika gibt. Ich glaube, das ist, da müssen wir ansetzen an diesem Bild, an diesen Konstruktionen. Und das andere ist, dass wir auch realisieren, dass wir uns auch in einer asymmetrischen Ignoranz bewegen. Ja. Es gibt diese Dominanz der hiesigen Medien und der hiesigen Wissenschaft, was dazu führt, dass auf dem afrikanischen Kontinent zumindest die Intellektuellen sich permanent mit Europa auseinandersetzen, mit dem, was hier passiert, in den Medien, in der Wissenschaft. Aber das, man kann nicht das Gleiche behaupten von hier aus. So dass im Blick auf die Frage, was kennen wir, was wissen wir voneinander, es wirklich eine asymmetrische Ignoranz gibt. Dankeschön. Da sehe ich schon im Chat, dass viele Zuschauende und Zuschauerinnen zu Hause zustimmen. Ich gebe gleich die nächste Frage einmal an Sie, Herr Oetjen. Ist das Verhältnis, was gerade dargestellt wurde, auch das Missverhältnis, ein Resultat fehlender gesellschaftlicher und politischer Diskussionen auf Augenhöhe? Ich glaube, das kann man schon sagen, ja. Also Herr Dr. Babanz hat ja gerade gesagt, es muss der postkoloniale Blick oder der koloniale Blick abgelegt werden. Und den gibt es natürlich heute noch. Also auch also das Gefühl, Afrika ist ein Partner auf Augenhöhe. Ich glaube nicht, dass das, ich sag mal, in weiten Teilen der Bevölkerung geteilt wird, weil, oder also nicht im negativen Sinne, aber das ist, weil eben dieses Bild, das Frau Hackenisch und Herr Babanza auch dargestellt haben, da ist. So nach dem Motto, es gibt da nur Probleme, da gibt es Armut, Hunger, Krieg, Missachtung von Menschenrechten. Und das Einzige, was man vielleicht positiv dann mit Afrika verbindet, sind die Sielmann-Filme, wo man Tiere in wilder Natur gesehen hat. Und ich glaube, dass das Wegkommen von diesem Bild unheimlich viel Zeit braucht. Wahrscheinlich ist das eine Generationenfrage sogar. Und von daher finde ich das spannend, was Herr Babatzer gesagt hat über die Filme, die er gezeigt hat. Ich glaube, dass wir einfach eine andere afrikanische
Realität zeigen müssen. Und ich sage mal, diese anderen Realitäten zu zeigen, das hat was mit Leben in Afrika zu tun. Das hat aber genauso, ich arbeite ja im Migrationsbereich, damit zu tun, wie Migration eigentlich funktioniert und was das für Auswirkungen hat. Ich sag mal, die Geschichten zu erzählen der Menschen und das erlebbar zu machen, ist, glaube ich, etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Aber es gibt natürlich auch in der Politik immer wieder so Mechanismen, dass ich sag mal, Migrationsthemen oder auch mit Afrika verbundene Themen politisch pervertiert und ausgenutzt werden, um Ängste zu schüren in der Bevölkerung oder um wo dieses Bild, das viele von Afrika haben, dann missbraucht wird, um zu sagen, ja guck mal, wenn wir jetzt noch enger mit denen mit Afrika kooperieren, dann kommen noch mehr von denen zu uns. Und das wollen wir doch wohl nicht. Und mit solchen perversen Stimmungsmachen wird in der Politik häufig gearbeitet und es ist sehr, sehr schwer, sich damit ohne die Unterstützung von Medien, die Aufklärungsarbeit machen, dagegen zu wehren. Deswegen ist das, ich weiß gar nicht, ob es Frau Hackenisch gesagt hat oder Herr Mabanza, es ist halt nicht nur, es ist halt ganz viel auch ein Medienthema, was wird eigentlich transportiert. Und deswegen glaube ich, dass Herr Mabanza recht hat, dass es diese Asymmetrie gibt. Also Menschen in Afrika wissen viel mehr über Europa, als Menschen in Europa über Afrika wissen. Und das zu ändern, ist eine wichtige Aufgabe, vielleicht eine Herkulesaufgabe, aber Herkules hat es ja auch geschafft. Insofern lohnt es sich, daran zu arbeiten, auf jeden Fall. Ja. Ganz herzlichen Dank. Das sind zumindest erstmal positive Aussichten. Ich freue mich sehr, dass die ersten Teilnehmenden schon beginnen, ihre Fragen im Chat zu schreiben. Ich möchte an dieser Stelle auch noch einmal alle dazu aufrufen, sich zu beteiligen. Und noch schöner fast ist es, dass wir auch noch eine weitere Stimme hinzuschalten können, nämlich Frau oder Herrn Frahm. Da sehe ich eine Meldung, eine Handmeldung. Ich werde jetzt versuchen, sie freizuschalten. Ufran, hat das schon geklappt? Ich habe ein Ups gehört. Ja, gut, wenn Sie mich hören, das ist ja prima. Okay. Ja, wunderbar. Dann bin ich gespannt auf Ihre Frage. Ja, ich habe keine Frage. Ich möchte eigentlich mal den Begriff aufnehmen in Bezug auf Krisenkontinent und auch teilweise, was der Herr aus Heidelberg, der Herr Mabanza gesagt hat. Also ich denke mal, dass der Raubbau, also es ist ein Krisenkontinent, weil wir Raubbau betreiben bis heute noch. Ja? Also Ressourcen werden durch lokale Regierungen vertickt, Küsten werden leer gefischt, Ackerbau, wenn ich an Äthiopien denke, da werden riesige Flächen an große Nahrungsmittelkonzerne verpachtet, sodass also die Leute vor Ort nicht mehr ihr Lebensunterhalt verdienen können. Und das sind zum Teil die Ursachen der Migration. Des Weiteren wird auch Afrika heute noch als Müllhalde benutzt für unseren eigenen Hausmüll, für Elektromüll, Schiffsschrott und so weiter. Wenn ich an diverse Küsten in Schwarzafrika denke, an der Atlantikküste, dort werden Schiffe verschrottet unter erbärmlichen Bedingungen. Ja. Das alles muss aufhören. Und beziehungsweise ist es so, dass in der Öffentlichkeit, in der europäischen Öffentlichkeit, das nicht so wahrgenommen wird. Also jeder schmeißt seinen Müll heute immer noch in die gelbe Tonne und es wird teilweise nicht recycelt. Ja. Des Weiteren denke ich mal auch, es ist ein Riesenproblem, dass also europäische Politiker so ihre eigenen Ideen und Ideale einer politischen oder einer Gesellschaft immer noch auf Afrika projizieren. Wenn ich also als 16-Jähriger habe ich auf einem Schiff gearbeitet und bin auf Westafrika-Linie gefahren, als es noch keine Containerschiffe gab. Ja, dort, die Gesellschaftsstruktur hat sich dort auch geändert, aber durch den Einfluss der europäischen Unternehmen. Ja. Und die weitere Gefahr, die ich sehe, ist, dass man nicht Gefahr läuft, dass man das gleiche Prinzip wie China ansetzt, dass man nämlich den Afrikanern, wie es vor 30, 40 Jahren schon angefangen hat, dass man denen Bauprojekte verkauft, eigentlich chinesische Arbeitskräfte dort einsetzt, gegen Rohstoffe. Ja? Und das sind alles so Dinge, die wir das sind Gefahren, in die wir hineinlaufen.
Und wenn jemand sagt, wir dürfen, wir sollten die nicht unterstützen, weil dann ja noch mehr kommen. Im Gegenteil, wir müssen sie mehr unterstützen. Wir müssen dort Arbeitsplätze schaffen, dass die Menschen dort vor Ort Technologien aufgreifen, die wir vielleicht haben, wenn sie es denn wollen, dass sie dann ihr eigenen Lebensunterhalt verdienen. Ja? Also so verhindert man Piraterie in Somalia. Die Leute, die Küsten sind leer gefischt. Sie müssen dann halt eben irgendeinen anderen Job finden. Aber ich denke, ich will das jetzt nicht zu weit ausdehnen. Dankeschön, Herr Frahm. Das ist, Sie haben sehr viele relevante Punkte angesprochen und ich sehe auch, dass alle Referenten schon fleißig mithinten. Jetzt ist es dann schwer, aus Ihrer Sammlung eine Frage hinauszuziehen. Wollen Sie uns noch eine Frage mitgeben? Ja. Ansonsten würde ich versuchen, das nämlich zusammenzubinden. Ja. Ja. Die Frage, die ich vielleicht hätte, wäre es, wann schafft man es in Europa, also auf europäischer Ebene, eine gemeinsame Afrika-Politik, beziehungsweise nicht nur Afrika, es zieht sich ja auch auf Amerika hin. Dort hat man ähnliche Situationen. Ich habe also enge Verbindungen auch nach Brasilien hin. Und dort findet das Gleiche statt. Ausverkauf des Landes durch Politiker. Man muss den Politikern vor Ort eine europäische gemeinsame Haltung zeigen. Und das muss die Europäische Union schaffen. Und wie wollen Sie das schaffen? Diese Frage müsste natürlich der Herr Oetjen beantworten können. Ja, danke schön. Die Frage gebe ich weiter. Ich gucke noch ganz kurz, dass wir uns jetzt mikrofontechnisch nicht bekakeln. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Frahm. Ihr Mikro ist, glaube ich, wieder gemutet. Herr Oetjen, vielleicht können Sie uns kurz Aufschluss geben. Die gemeinsame Afrika-Politik war angesprochen. Es findet ja derzeit auch der EU-Paris-Afrika-Gipfel statt. Wie schaut es denn um die EU-Afrika-Beziehungen und die Abkommen, die darin beschlossen werden, aus? Also zunächst mal haben wir, hat Herr Frahm sicherlich recht damit, dass wir oft eine Vielstimmigkeit der Europäischen Union in der Außenpolitik haben. Das bezieht sich übrigens nicht nur auf Afrika, sondern in allen außenpolitischen Themen und je wichtiger sie sind, desto weniger schaffen wir es, eine gemeinsame europäische Stimme in der Außenpolitik zu haben. Und das ist ein Problem, das sich an Afrika kristallisiert, aber an anderen Punkten auch. Insofern gebe ich ihm recht mit dem Problem. Das funktioniert natürlich nur auch auf Dialog dann auf europäischer Ebene, wie man vorangehen will. Und ich glaube, dass wir ein Stück weit immer aufpassen müssen, weil bestimmte Länder natürlich auch bestimmte Interessen in Afrika haben. Ich wäre gespannt, was Frau Hackenisch über die Interessen Chinas in Afrika zu berichten hat. Aber auch europäische Länder haben natürlich Interessen und in ihren ehemaligen Kolonien natürlich insbesondere, Stichwort Frankreich an dieser Stelle mal genannt, die sehr aktiv sind auf dem afrikanischen Kontinent, aber natürlich auch immer was im Hinterkopf haben. Also insofern haben wir auf der europäischen Ebene jetzt eine neue EU-Afrika-Strategie auf den Weg gebracht. Die ist vor kurzem im Europäischen Parlament beschlossen, im letzten Monat. Wo wir sozusagen dieses Prinzip, wir wollen mit Afrika auf Augenhöhe arbeiten, eben auch festgehalten wird. Und das muss sich dann durch alle Themenfelder ziehen. Und es muss immer eine Win-Win-Situation für beide sein. Also ich finde von den Themen, die Herr Frahm angesprochen hat, teile ich ja. Aber ich sage mal, man muss halt auch schauen, warum gibt es denn diese, ich sag mal, vielleicht Ausbeutung der Umwelt auf der einen Seite oder das Arbeiten mit Müll oder Schiffe abwracken in Afrika. Man muss halt auch immer sich darüber im Klaren, über die Konsequenzen im Klaren sein, wenn man das wegnimmt. Also das schafft natürlich auch Arbeitsplätze auf der anderen Seite, schafft Möglichkeiten auf der anderen Seite. Also insofern ist es nicht so einfach nur zu sagen, wir machen das nicht mehr und dann ist die Welt schön. So funktioniert es halt leider nicht, sondern es wird ein langer Prozess der Entwicklung sein und das geht nur über Kooperation auf Augenhöhe, über Handel, über Wirtschaftsaustausch. Denn am Ende ist es über solchen Wirtschaftsaustausch, dass europäische Werte eben auch in Afrika, nach Afrika transportiert und anerkannt werden und Fuß fassen. Dankeschön. Herr
Mabanza, Sie legen die Stirn in Falten. Welche Chancen hat denn diese EU-Afrika-Strategie aus Ihrer Sicht? Sie müssen sich noch kurz unmuten. Noch einmal das Mikro anschalten. Ja, danke. Ja, eine EU-Afrika-Strategie kann nur die Chance haben, die Protagonisten, Protagonistinnen ihr geben. Ich glaube, das Dilemma hat Herr Oetjen schon richtig beschrieben. Wir haben das Streben auf europäischer Ebene, eine gemeinsame Außenpolitik zu haben. Aber wir haben, wie auch bereits genannt, die Interessen der Nationalstaaten, die sehr massiv sind. Und dazu warne ich immer, in Deutschland, wir neigen sehr schnell dazu, von einer Europapolitik, gerade gegenüber Afrika zu sprechen. Aber die Wirklichkeit spricht wirklich eine andere Sprache. Also wenn ich ein Beispiel geben darf, ein Thema, was die Afrika-Europa-Beziehungen in den letzten 20 Jahren stark belastet hat, das sind die sogenannten Wirtschaftspartnerschaftsabkommen, die EU mit den Ländern Afrikas, aber auch der Karibik und des pazifischen Raumes verhandelt haben. Aber wenn wir uns die Dynamiken anschauen in einigen Regionen, wir nehmen zum Beispiel Westafrika, würden wir feststellen, dass die Länder, die diese Abkommen unterzeichnet haben, Beispiel Elfenbeinküste mit einem Interimsabkommen, wenn man fragt, warum ist diese Dynamik zustande gekommen in diesem Land, würde man feststellen, dass auf der Seite der Exporte, das heißt von der Elfenbeinküste nach Europa, da sind französische Firmen, die Kakao, Kaffee, Holz und weitere Produkte von der Elfenbeinküste, aber auch von anderen Ländern von Westafrika nach Europa exportieren. Das heißt, wenn man damit argumentiert, dass die Elfenbeinküste Interesse daran hat, einen präferentiellen Marktzugang zu Europa zu bekommen oder zu behalten, dann ist das bezogen auf französische Firmen, die von der Elfenbeinküste aus operieren. Bolloré und weitere, sie sind bekannt. Jetzt auf der Importseite, was sind die Firmen, die Interesse daran haben, dass Produkte aus Europa zoll- und quotenfrei in die Elfenbeinküste landen? Das sind auch wiederum überwiegend, zumindest in dieser Region, französische Firmen, die Milch exportieren, die alle Getreide exportieren. Und das ist so massiv, dass sich auch in diesen Ländern sogar die Ernährungskultur verändert hat in den letzten Jahren. Menschen, die bis vor ein paar Jahren noch lokale Getreide wie Hirse und andere konsumiert haben, konsumieren Baguette wie in Frankreich mittlerweile, weil durch diese Exporte das billiger geworden ist. Also daran können wir erkennen, die Prinzipien sind vielleicht, das Streben ist da, etwas Gemeinsames zu schaffen, aber diese Interessen der einzelnen Nationalstaaten, sie sind noch massiv. Und sie zu überwinden, davon hängt auch die Zukunft der Europäischen Union ab, wenn wir gerade die Post-Cotonou-Verhandlungen analysieren, können wir feststellen, dass Länder in skandinavische Länder, die eine etwas andere koloniale Bezüge haben oder Länder von Osteuropa, sie argumentieren anders als diese klassischen kolonialen Mächte wie Frankreich, Belgien. Okay, die UK ist raus, das ist eine andere Nummer. Aber ich glaube, was Afrika selbst angeht, wäre es für mich wichtig zu sagen, wir sprechen sehr viel zu schnell davon, dass wir
eine Kooperation auf gleicher Augenhöhe gestalten wollen. Ich glaube, wenn wir warten, bis diese gleiche Augenhöhe gewährleistet ist, um Kooperation, die für im Interesse beider Seiten funktioniert, zu gestalten, werden wir sehr lange noch warten, angesichts der Asymmetrie der Kräfteverhältnisse. Was wir brauchen, ist eine Gestaltung von Beziehungen unter Berücksichtigung der asymmetrischen Kräfteverhältnisse. Das heißt, wir müssen immer vor Augen führen, dass wir einerseits eine Region haben, die weltweit führend ist, wirtschaftlich. Auf der anderen Seite haben wir die Länder, die wir haben, auch aufgrund der Geschichte. Auf der einen Seite haben wir sozusagen eine Region, die Deutungshoheit auch hat, die die Macht hier besetzt. Auf der anderen Seite haben wir Länder, die sich in die Geschichte, in die Konzepte, in die Modelle einer anderen Region einnehmen lassen. Und ich glaube, das vor Augen zu führen, ist die Bedingung, um Beziehungen zu gestalten, die den Verhältnissen, wie wir sie jetzt haben, gerecht werden. Okay, da ist eine ganze Menge Futter drin, was demnächst zu tun ist und wie man tatsächlich weiter vorankommen kann. Ich habe auch ein Auge auf den Chat gelegt, da kommen ähnliche Gedanken, da haben Sie schon ein paar Fragen beantwortet, was denn tatsächlich mit diesem auf Augenhöhe, Begegnung auf Augenhöhe gemeint ist und ja, ob man vielleicht auch darauf warten soll. Insofern ganz herzlichen Dank für die umfängliche Antwort. Ich möchte auch an dieser Stelle noch einmal unsere Teilnehmenden vor den Bildschirmen dazu einladen, unsere nächste Abstimmungsfrage zu beantworten. Die dürfte sich jetzt anstelle der Präsentation öffnen. Die EU-Handelspolitik gegenüber den afrikanischen Ländern ist aus Ihrer Sicht eher geprägt von, die erste Antwortmöglichkeit ist Werten, von Profit, von einer Balance zwischen den beiden oder ich weiß es nicht. Auch das ist natürlich möglich. Wir haben schon ein bisschen in die Richtung diskutiert und während Sie abstimmen, bin selber noch ein bisschen gespannt, wie sich das jetzt in unserer Anzeige beschreiben lässt oder wie die Antworten jetzt einkommen. Vielleicht kommen wir gleich auf die Auswertung der Frage noch einmal zu sprechen. Oder auf die Antwortmöglichkeiten. Ah, jetzt ist es weg. Jetzt haben wir schon die Antwortmöglichkeiten. Ja, leider zu viel von Profit geprägt. Wenig von Werten. Da hatten sich tatsächlich nur 4% der Teilnehmer darüber oder dazu entschlossen, diese Antwortmöglichkeit auszuwählen. Und auch mit der Balance sieht es nicht gut aus. Also die Teilnehmenden haben da auch eine ganz klare Meinung. Profit 77%, Frau Dr. Hackenisch. Wir hatten ja auch gerade schon die Afrika-China-Beziehungen angesprochen. Offensichtlich hat ja auch China Profitmöglichkeiten im afrikanischen Kontinent gesehen. Ist damit die EU jetzt zu spät dran, wenn sie jetzt ein Handelsabkommen oder eine EU-Afrika-Strategie aufsetzen? Wenn ich darf, würde ich gerne vielleicht erst noch mal was sagen zu der Frage Kooperation auf Augenhöhe, ja, weil es ja jetzt schon intensiv Thema war und ich glaube, das ist wirklich eine ganz zentrale Fragestellung für die Zukunft der EU-Afrika-Beziehung auch, weil natürlich einerseits die Partnerschaft geprägt ist, das ist ja schon angeklungen, auch in dem, was Herr Frahm gesagt hat und Herr Oettchen und Herr Mabanza, durch sehr starke Asymmetrien, die man auch nicht wegdiskutieren kann und die auch nicht morgen oder übermorgen verschwinden werden.
Und gleichzeitig ist klar, dass die Art der Kooperation, wie sie in der Vergangenheit funktioniert hat, wo diese Asymmetrien eben dann sehr stark sich auf die Beziehungen niedergeschlagen haben, so in der Zukunft nicht weitergehen kann. Mhm. Und aus meiner Sicht gibt es jetzt einen Punkt, der sich ganz maßgeblich, also der sich jetzt maßgeblich ändert im Vergleich zu den Diskussionen vor 10, 15 Jahren. Und der liegt darin begründet, dass sehr klar ist, dass Europa auf ganz viele Fragen auch keine Antworten hat, wenn es um das Entwicklungsmodell geht. Also wir haben in der EU ja im Augenblick auch eine sehr starke Diskussion darüber, wie eine Transformation zur Nachhaltigkeit gelingen kann, beispielsweise in den Diskussionen rund um den europäischen Grünen Deal und das Ziel, bis 2050 Klimaneutralität herzustellen. Und in der Vergangenheit war es so, dass die EU an die Partnerschaft herangegangen ist mit der Idee, dass sie selber weiß, wie Entwicklung funktioniert und quasi afrikanische Staaten das dann ähnlich machen müssten wie die EU und dann ist quasi Wohlstand auf allen, also auf beiden Kontinenten gesichert. Und ich glaube, dass sich diese Grundannahme im Augenblick ganz stark ändert, weil im Prinzip ganz viele Dinge ja auch unklar sind in der EU, wie die Transformation zur Nachhaltigkeit und zur Klimaneutralität gelingen kann. Und dass sich dadurch eine ganze Menge interessante Anknüpfungspunkte für die Kooperation mit afrikanischen Partnern ergeben, weil quasi nicht mehr Europa die Lösungen hat für die Fragen, die sich in afrikanischen Ländern stellen, sondern weil Europa in vielen Fragen keine Lösung hat und man gemeinsam nach Lösungen suchen muss. Und das heißt nicht, dass die Asymmetrien deshalb über Nacht verschwinden, aber ich glaube, dass das eine Möglichkeit eröffnet, eine andere Form des Dialogs zu finden und einzugehen. Und dass im Augenblick aber da der Suchprozess in Brüssel und auf Ebene der Mitgliedstaaten noch im Gange ist, wie man das dann in Dialogformat übersetzen kann, wie man Kooperation, Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft anders organisieren kann, um da tatsächlich auch zu horizontalem Lernen beizutragen. Okay. Genau, und China ist ein riesiges Thema, vielleicht kommen wir da später dann nochmal zu. Aber da kann ich sehr gerne auch noch was zu sagen. Okay. Vielleicht, wenn ich ein Wort sagen dürfte zu Frau Hakenech. Mhm. Eine kurze Rückmeldung, ja. Ja, als Rückmeldung. Sie haben recht in der Beschreibung der Unsicherheit, die Sie feststellen. Es ist in der Tat eine Zeit der Suche nach Zukunftsmodellen und der Möglichkeiten deren Umsetzung. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass diese Suche nach Zukunftsmodellen innerhalb von Europa sich in Beziehungen gerade zu Afrika niederschlägt. Gegenüber Afrika treten wir immer noch so auf, als ob wir wussten, was sozusagen gemacht werden muss, damit die Situation besser wird. Die Konzepte der letzten Jahre, wenn ich mich auf die Bundesrepublik Deutschland beziehe, Pro-Afrika, Marshallplan mit Afrika, Kompakt mit Afrika, sie bleiben in dieser Denke der 70er, 80er Jahre, nach dem Motto, wir wissen um die Lösungen hier und die Lösungen lassen sich im Großen und Ganzen darauf reduzieren, mit Investitionen. Dafür brauchen wir bestimmte Rahmenbedingungen und wir wissen, welche sie sind. Und mit Transfer von Technologie schaffen wir das. Ich glaube, wenn diese Unsicherheit, die Sie beschreiben, diese Suche, sich niederschlagen würde in diese Beziehungen, wäre es ein Stück weit auch eine sozusagen eine Dekolonisierung, weil das ein Weg wäre zuzugeben, wir haben uns geirrt, indem wir gedacht haben, unsere Modelle sind überall anwendbar, transportierbar. Mhm. Jetzt brauchen wir gemeinsame Lernprozesse, und wir kreieren Räume, wo wir gemeinsam lernen, wie wir eine zukunftsfähige Welt für alle aufbauen. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass das der Fall ist. Ja.
Da mögen Sie auf internationalem Plateau beziehungsweise vielleicht auch in den Medienberichterstattungen kommt das natürlich sehr selten vor oder sehr, sehr eingeschränkt. Aber ich freue mich, dass ich Ihnen vielleicht ein neues Konzept oder neue Ideen vielleicht auch schon präsentieren kann. Denn ich sprach eingangs an, dass vor 2 Tagen ein Workshop stattgefunden hat zu Crossroads Europe, die EU-Handelspolitik zwischen Werten und Profit. Und da haben sich die Teilnehmenden sehr viele Gedanken gemacht. Natürlich spielt da auch das Verhältnis auf Augenhöhe eine Rolle. Sie werden das auch gleich eingeblendet sehen, aber eben auch für eine Neuverhandlung der wirtschaftspartnerschaftlichen Abkommen, auch für mehr Arbeits- und Umweltschutz, die mit eingegliedert werden sollen in diesen Abkommen, dass es eben nicht mehr nur auf reinen Profit ausgeht, wenn man neue Abkommen verhandelt. Die Teilnehmenden haben sich auch intensiv mit Ambitionen für neue Lieferkettengesetze auseinandergesetzt. Hintergrund ist natürlich, dass europäische Standards momentan den europäischen Markt sehr hüten sozusagen und es schwierig ist, für anderweitige Produkte auf den Markt zu kommen. Auch faire Produkte in Europa an Mann und Frau zu bringen sozusagen, aber auch eine Bewusstseinsschärfung vorzunehmen für die Produkte, wo kommen sie überhaupt her, aber natürlich auch für die einheimischen Produkte im globalen Süden, so wurde es benannt. Auch die Unterstützung, die wir schon angesprochen haben beim Import, oder nicht angesprochen, es ist eher nur angeklungen in einzelnen Kommentaren, bei der Infrastruktur und dem Aufbau im globalen Süden, auch das wurde besprochen. Natürlich Transport und Weiterverarbeitung auch von landwirtschaftlichen Erzeugnissen spielt da eine Rolle. Und was können wir tun und wo kommen vielleicht auch Ambitionen her? Das ist natürlich eine Förderung der Jugend, vielleicht auch des Jugendaustausches von Verbänden in Europa und im globalen Süden, von Partnerschaften auch mit privaten Akteuren, dass dies gefordert werden soll. Das kann ich jetzt hier so als Zusammenfassung vielleicht ganz kurz zum Workshop noch mit einbringen und vielleicht uns allen auch eine gute Vision mitgeben, dass es vielleicht doch nicht alles ganz düster und schlecht aussieht, was die Zukunft und auch die Ausgestaltung von zukünftigen Partnerschaften und Abkommen angeht. Herr Oetjen, Sie haben fleißig genickt, habe ich gesehen. Ja, ich habe fleißig genickt. Waren Sie beim Workshop dabei? Nein. Nein, ich war nicht beim Workshop dabei. Aber Sie können gerne Ihre Gedanken mit uns teilen. Vielleicht mal ein für die Förderung der Jugend ist mir gerade spontan eingefallen, dass wir im Europäischen Parlament fordern, Erasmus auf Afrika auszuweiten und junge Menschen aus Afrika sozusagen im Austausch nach Europa zu holen und junge Menschen aus Europa natürlich auch Möglichkeiten zu geben, nach Afrika zu gehen. Aber ich wollte eigentlich auf Herrn Mabanza reagieren, weil ich das spannend finde, was er sagt und das deutlich macht, wie wir sozusagen aus der Vergangenheit kommen und umdenken müssen. Er hat beschrieben, wie Handelsbeziehungen, er hat das an der Elfenbeinküste, glaube ich, dargestellt, mit Europa funktionieren, so nach dem Motto, da sind die französischen Unternehmen und die sind es dann, die exportieren. Und das Spannende, wir sind ja in einem Dialogformat und Dialog ist ja was Entscheidendes, wenn man eine Beziehung verändern will und wenn man ein Verhältnis auf Augenhöhe haben will. Wenn man mit Menschen in Afrika spricht, also ich beispielsweise dann im Rahmen des Austausches mit anderen Abgeordneten, die sagen mir, ja, wir wollen Handel mit euch, aber eure Unternehmen erdrücken uns, weil wenn es um Wirtschaftsbeziehungen geht, dann kommt irgendein Minister, euer Entwicklungshilfeminister oder Wirtschaftsminister, der kommt in ein afrikanisches Land oder mehrere und der bringt seine Unternehmensvertreter mit. Das sind alles Riesenunternehmen, mit denen die wollen ein Invest machen und die wollen sich niederlassen, die wollen Rohstoffe haben und dann das machen, was Herr Mabanza beschrieben hat, nämlich dann sozusagen Einkaufen und Export. Das, was wir als Afrikaner brauchen,
sagen die mir, sind eigentlich kleine und mittlere Unternehmen, die wir als Partner gewinnen können, um sozusagen eine Kooperation aufzubauen, mit denen wir wirklich auf Augenhöhe arbeiten können. Weil wenn Siemens kommt, sind die afrikanischen Unternehmen nicht auf Augenhöhe. Und das ist auch normal. Also kaum einer ist mit Siemens auf Augenhöhe oder mit diesen großen Multinationalen. Aber wir brauchen eigentlich eine Verbindung zwischen afrikanischen und europäischen Unternehmen, wenn wir eine Handelskooperation machen wollen, die auch wirklich auf Augenhöhe ist und nicht, wo der eine Partner den anderen erdrückt. Das ist das eine, was ich sagen möchte. Und das andere ist das Thema Wertschöpfung. Ich glaube, dass wir für die Zukunft in den Economic Partnership Agreements, die auf den Weg gebracht werden sollen, die dieses alte Modell ersetzen, dass wir darauf achten müssen, dass wir ermöglichen, dass Wertschöpfung in afrikanischen Ländern stattfindet. Also eben nicht nur Primärproduktion, sondern eben auch die Produktion von veredelten Lebensmitteln oder ähnliches. Beispiel Schokolade. Ein Bekannter von mir produziert Schokolade in Ghana. Kleiner Werbeblock, Fair Afrik, fair gehandelt und fair produziert, kann man kaufen in Deutschland. Und das ist, weil die Wertschöpfung eben dann in Afrika stattfindet. Dann sind es nicht nur die afrikanischen Bauern, die den Kakao verkaufen, sondern es sind Arbeiter, die in Afrika natürlich nach europäischen Standards, was Hygiene und Ähnliches angeht, produzieren. Und dann findet auch Wertschöpfung, dann findet auch sozusagen Einkommensgenerierung in Afrika statt und dadurch Entwicklung. Und ich glaube, dass wir viel, viel mehr, am Anfang wurde dieses Thema auch der Fischerei genannt, dass wir viel, viel mehr darauf achten müssen, als Europäer auch, was kaufen wir denn eigentlich und können wir nicht unseren Beitrag auch als Privatpersonen dafür leisten, sofern wir es uns leisten können, natürlich finanziell, dass wir sozusagen einen Beitrag dazu leisten, dass Wertschöpfung auch in Afrika stattfindet oder in anderen Ländern, die noch Entwicklung brauchen. Mhm. Ganz herzlichen Dank. Frau Hackenisch, wenn ich es nicht falsch gesehen habe, waren Sie am Anfang der Ergebnispräsentation auch am Nicken beim Umweltschutz und den Arbeitsbedingungen, die in den Wirtschaftspartnerabkommen mit einfließen sollen. Vielleicht auch so eine Bewusstseinsschärfung für Umweltschutz im Allgemeinen. Darf ich Sie kurz zu einem Kommentar aufrufen? Ja, gerne. Also das ist eine sehr wichtige Diskussion im Rahmen von Lieferkettengesetz und an anderen Stellen, wo es darum geht, wie quasi einmal Sozialstandards und Menschenrechte verbessert werden können, aber auch wie Umweltstandards in der Produktion verbessert werden können. Da gibt es auf EU-Ebene ja auch eine Diskussion zum Carbon Border Adjustment Mechanism, also zur CO2-Grenzsteuer, wo die Frage ist, wie man quasi verhindern kann, dass Produkte in die EU importiert werden, die einen sehr hohen CO2-Gehalt haben und wo quasi dann das nicht der EU angerechnet wird, sondern den Ländern dann angerechnet wird und gleichzeitig, also wir im Prinzip schmutzige Produktion outsourcen in andere Länder sozusagen. Mhm. Ich glaube, dass das eine sehr, sehr wichtige Diskussion ist und dass da auch zum Teil eben Verbraucher in Europa über ihr Kaufverhalten viel machen können. Ich glaube aber, dass die Diskussion nicht umfassend genug ist und dass der Punkt, den Herr Oettchen gerade angesprochen hat, mit der Wertschöpfung mindestens genauso wichtig ist, weil letztendlich die Einhaltung von Menschenrechten, von Sozial- und Umweltstandards maßgeblich ist, aber nicht ausreichend ist, weil natürlich sichergestellt werden muss, dass es Arbeitsplätze in afrikanischen Ländern gibt, dass sich die Lebensbedingungen und die Einkommensmöglichkeiten für junge Afrikanerinnen und Afrikaner, für kleine und mittelständische Unternehmen verbessern. Und da ist, also denke ich, dass sicherlich mehr Diskussion auch braucht zwischen Europa und Afrika, weil das natürlich auch dann, geht auch um ganz handfeste Interessen. Also wenn wir überlegen, zum Beispiel im Bereich Holz, wird ganz viel Holz unverarbeitet in die EU importiert und dann profitieren natürlich bestimmte Unternehmen vor Ort in afrikanischen Ländern. Aber der Großteil der Wertschöpfung findet in der EU statt. Und es ist aber nicht so, dass es völlig, also dass es unmöglich wäre, auch in afrikanischen Ländern quasi mehr
Value-Added in die Verarbeitung von Holz zu bringen. Mhm. Aber es sind europäische Unternehmen, die natürlich gerne weiterhin die Produktion dann in der EU, also quasi die Wertschöpfung in der EU umsetzen wollen. Und das sind Arbeitsplätze, die auch in der EU da dranhängen. Also es gibt keine leichten Antworten auf diese Fragen, aber ich glaube, dass jenseits der Diskussion um Menschenrechte, Sozial- und Umweltstandards, die Frage, wo wird eigentlich, also wo findet Wertschöpfung statt und welche Form von Arbeitsplätzen können auch in afrikanischen Ländern gestärkt werden, dass das wirklich essentiell ist, um zu einer anderen Kooperation zu kommen und um zu nachhaltiger Entwicklung auf beiden Seiten, also in der EU und in afrikanischen Ländern zu kommen. Und vielleicht ist jetzt durch Covid da auch nochmal eine, also wir reden ja jetzt auch über andere Formen von Globalisierung und andere Formen der Produktion. Das heißt, vielleicht ist da jetzt auch nochmal ein Window of Opportunity, da eine andere Debatte zuzuführen. Mhm. Ganz herzlichen Dank. Jetzt hatte ich eine Teilnehmerin wahrscheinlich, die schon ganz lange ihre Hand gehoben hat und gerne auch eine Frage stellen möchte. Ruth Leal, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Wenn das Mikro bei Ihnen an ist, dann würde ich Ihre Frage Sie auch selber stellen lassen. Ja. Bitte schön. Hallo. Dankeschön nochmal für die Zeit. Entschuldigung, dass es so lange gedauert hat. Nee, ist nicht schlimm. Ja, ich wollte was sagen und fragen. Ich bin selber seit 9 Jahren hier in Deutschland und ich bin selber Migrant, Gründerin der Migrant-Selbstorganisation. 14 Frauen, die verschiedenen Land und verschiedene Kultur und Religion. Und ich bin auch aktiv in Afrika. Mama ist erstmal. Mama. Entschuldigung. Ja. Ja. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, meine Frage ist, wie komme ich dann in Kontakt mit derjenigen, die zuständig ist für die Entwicklungsarbeit? Weil ich habe ja in meinem Land, Guinea-Bissau, ist eine portugiesische Kolonie und ich unterstütze ja über 10 Vereine in Richtung Bildung. Weil erstmal in Afrika, wir brauchen Bildung. Und seit Koloniezeit, wir sind immer sagen, Europa, 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 Europa muss für uns machen, Europa muss das machen, Europa, das funktioniert ja nichts. Wir selber Afrikaner, wir müssen selber auch um viele Sachen kümmern und auch lernen. Wenn wir keine Bildung haben, wie geht das um Augenhöhe? Viele Afrikaner sind hier in Europa, die haben gelernt, aber für eigene Tasche, für eigene Interesse. Und dann wir erwarten nur, Europa muss für uns was tun. Wenn wir nicht bewegen, wie geht das denn? Europa kann 1000 Jahre versuchen, die Vergangenheit zu ändern und unterstützen. Wenn wir auch nichts tun, das wird nichts ändern. Das ist die erste Frage. Und ich als Afrikaner, ich bitte heute um auch eine Gelegenheit mit denjenigen, die ihr sind, und auch in Gespräch zu kommen und auch meine Gedanken über Afrika und auch die Realität zu erklären und zu erzählen, wie die afrikanische Ticks und wie auch die Europa Ticks. Und dieser Austausch fehlt. Und immer diese Afrikaner, Europa hat uns, die hat uns alles genommen, wir brauchen das nicht mehr funktioniert, wir müssen miteinander zusammenarbeiten erstmal. Und damit so klar zu kommen, dass wir einfach, wie sagt man, fähig sind und was zu bewegen. Das ist der Punkt. Das bringt gar nichts in dieser Rede da und die andere sagt, was sie haben recht als die andere, sind schlau als die andere. Das funktioniert und funktioniert nur direkt zu handeln. Okay. Bildung ist wichtig in Afrika. Afrikaner brauchen Bildung. Erstmal, der ganz andere Pilipala bringt uns gar nichts. Erstmal, Bildung brauchen wir. Und zu denken wie europäisch. Wenn wir nicht wie europäisch denken, dann können wir auch in unsere eigenen Gedanken auch einbilden und sagen, wir schaffen das. Wir müssen nur zusammenarbeiten, nicht warten, dass europäisch für uns alles unsere Müll aufzuräumen. Okay. Die Frage, ganz herzlichen Dank für Ihre Frage und auch das kleine Co-Statement. Die Frage nach Partnern bei der Projektentwicklung oder bei Entwicklungszusammenarbeit EU-Afrika, Herr Ötjen, können Sie einige Kontaktadressen empfehlen?
Herr Mambasa, ich habe schon gesehen, dass Sie auch, Sie sind gleich danach noch dran. Ich habe gerade sogar schon gesehen, dass Frau Leal mich kontaktiert hat und ich würde dann bilateral sogar nochmal Kontakt aufnehmen. Aber ansonsten haben wir natürlich die Hoheit in der Entwicklungshilfe liegt ja eigentlich bei den Mitgliedstaaten, also was sozusagen die praktischen Projekte angeht, sehr, sehr häufig. Aber ich schicke gerne Kontakte rüber. Es gibt eine unendlich große Anzahl von Organisationen, die man da kontaktieren könnte. Und ich würde sozusagen einmal abfragen, welches spezielle Bereich es sein soll, welcher regionale Bereich es sein soll und dann versuchen, eine maßgeschneiderte Antwort zu geben. Ganz herzlichen Dank. Sehen Sie, maßgeschneiderte Antworten kriegen Sie auf Ihre Anliegen auch hier beim Bürgerdialog. Herr Mambasa, wollten Sie noch kurz ergänzen oder einige Erfahrungen teilen? Ich würde zurückgeben, dass wir diese Veranstaltung mit Afrika-Bildern begonnen haben. Mhm. Und wenn es etwas gibt, was die einseitigen Darstellungen von Afrika in der Öffentlichkeit, hier in den Medien, in den Broschüren der Entwicklungsagenturen schafft, dann da sind sozusagen die Initiativen von den Menschen in Afrika selbst und das, was sie ausmacht. Zum Beispiel, dass es einen großen Lebensmut gibt, viele Menschen, die es schaffen, trotz widrigste Umstände immer das Überleben für sich selbst und für ihr Umfeld zu sichern. Das nur als Kommentar dazu, dass es ist nicht so, dass nicht getan wird in Afrika. Die Länder sind sehr unterschiedlich, sie haben unterschiedliche Voraussetzungen. Aber ich habe das Glück gehabt, in meiner Arbeit den Kontinent zu bereisen, vom Norden bis Süden, vom Osten bis Westen. Und ich kann hier sagen, es wird viel gemacht. Um ein Beispiel, Bildung. Wenn Sie vor Augen führen, wie viele Menschen mit Universitätsabschluss gab in einem Land wie der Demokratischen Republik Kongo bei der Unabhängigkeit 1960. Und wenn Sie heute zählen würden, wie viele Universitäten es dort gibt und wie viele Ärzte aus dem Kongo es in Europa mittlerweile gibt, in Belgien, in Frankreich, in Deutschland, würden Sie feststellen, dass es nicht darum geht, Bildung alleine einzufordern und zu fördern. Es geht darum, die Frage, welche Bildung und für wen. Und mein letzter Kommentar wäre dann zu sagen, der Welt mit ihren aktuellen Krisen im Blick auf Klima, Umwelt, aber auch Wertesysteme. Der Welt wäre nicht geholfen, wenn Afrikaner anfangen würden, wie Europäer zu denken. Die Welt gewinne daran, dass Menschen in Afrika Räume bekämen, sich selbst zu sein, ihre Potenziale zu entdecken, da wo sie sie sehen, sie zur Entfaltung zu bringen und ihre Weltanschauung in die Gestaltung ihrer Zukunft einzubringen. Von dieser Vielfalt kann die Welt nur profitieren, weil wir auch merken, dass das westlich geprägte Gesellschafts- und Entwicklungsmodell zerstörerisch ist für alle. Und wenn wir diese Zerstörung ernst nehmen, dann brauchen wir alle intellektuellen, spirituellen, moralischen Ressourcen, die es überall auf der Welt gibt, einschließlich Europa und Afrika. Allein deswegen würde ich stark dafür plädieren, dass wir eher dafür arbeiten, dass die Menschen in Afrika sich selbst bleiben und keine Europäer, aber auch kein Europäer im Kopf, aber physisch in Afrika werden. Dankeschön. Das war noch ein Statement zur Vielfalt sozusagen und kein
Kolonialisierung im Kopf sozusagen, wo wir am Anfang gestartet sind, wie Sie so schön sagten, bei dem Blick auf Afrika. Was allerdings auch, es wurde schon kurz angedeutet, auch in einem Statement, ich glaube, Frau Hackenisch, Sie waren es, natürlich auch die aktuelle Diskussion um den Impfstoff in Afrika. Es gibt natürlich auch diverse Auswirkungen der Corona-Pandemie in Afrika. Das war auch eine Frage hier aus dem Chat, die möchte ich gern einmal mitgeben. Und ich glaube, Sie, Herr Mabanza, waren angesprochen, ob Sie etwas sagen können, wie es denn aktuell in Südafrika aussieht. Südafrika, nach der Sicht der dortigen Virologen und Infektiologen, Infektiologinnen, steht kurz vor einer dritten Welle. Zumindest so wird das interpretiert. Die Zahlen waren sehr stark runtergegangen. Bis vor ein paar Jahren gibt es ja im Durchschnitt 2000 neue Fälle, die dazu kommen. Mhm. Aber ich glaube, die besorgniserregende Entwicklung ist, dass Südafrika ein paar Fälle von der indischen Mutante jetzt diagnostiziert hat, die doch etwas gefährlicher zu sein scheint. Mhm. Aber ich vertraue darauf, dass Südafrika die notwendigen Maßnahmen trifft. Bis jetzt hat es das Land geschafft, Maßnahmen zu treffen, die hart waren für die Bevölkerung. Das sind zum Teil die strengsten Maßnahmen der Welt gewesen, bis hin zu Verbot von Alkohol und so weiter und so fort und von Zigaretten oder Verkauf davon. Ich vertraue darauf, dass die südafrikanische Regierung rechtzeitig die Maßnahmen einleitet und die Bevölkerung dabei mitnimmt, um zu vermeiden, dass diese dritte Welle schwerer wird als die zweite zum Beispiel. Ganz herzlichen Dank. Ein weiterer Punkt in diesem Themenkomplex ist ja auch der Patentschutz für Corona-Impfstoffe. Und gerade wird zumindest medial und an den politischen Tischen, Herr Oettingen, Sie können das wahrscheinlich bestätigen, über den Patentschutz gesprochen oder auch einer Aufhebung. Es gibt gewissen Gegenwind. Ich weiß jetzt nicht, ob Herr Oettingen oder Frau Hackenisch die bessere Adressatin für das Thema ist. Sollte der Patentschutz aufgehoben werden? Soll ich mache einfach mal die eine Position. Mhm. Vielleicht hat Frau Hackenisch die andere Position, das ja, weiß perfekt. Ich nicht. Perfekt. Also ich glaube, dass das die falsche Frage ist, die gestellt wird. Ich glaube nicht, dass die Aufhebung des Patentschutzes sozusagen der entscheidende Hebel ist, sondern der entscheidende Hebel wird sein, Produktion zu steigern. Und ich sag mal, wir haben, also wenn man es mal in ein Gesamtbild bringt, dann haben wir eine globale Pandemie seit Anfang 2020 und wir haben es innerhalb von einem Jahr geschafft, einen Impfstoff zu entwickeln und an den Markt zu bringen, und der wird jetzt verimpft. Wir haben ein Instrument, COVAX heißt das, das zum Ziel hat, bis Ende des Jahres 1,3 Milliarden Dosen für die 92 Länder mit niedrigem und mittleren Einkommen auf den Weg zu bringen. Da hat sich die USA jetzt gerade auch endlich dazu durchgerungen, sich daran sozusagen ein bisschen zu beteiligen. Im Moment ist es so, Europa produziert, exportiert, stellt zur Verfügung, gerade auch für Länder mit niedrigem Einkommen. Und die Amerikaner tun das nicht und sitzen im Prinzip auf den Grundstoffen. Das ist das Problem. Deswegen halte ich nichts davon, einen Patientenschutz für diejenigen, die sehr viel Geld investiert haben, darin einen Impfstoff zu entwickeln, aufzuheben, sondern wir müssen die Produktion ankurbeln. Dafür gibt es die entsprechenden Instrumente. Und ich halte das einfach für die falsche Diskussion. Sondern was wir tun müssen,
ist jetzt COVAX zu stärken, schneller, also die Produktion nimmt ja jetzt richtig Fahrt auf, schneller die, diese 1,3 Milliarden Dosen für die 92 Länder mit mittleren und niedrigen Einkommen zur Verfügung zu stellen, damit wir dort impfen können. Wir sind ja nicht alle so langsam wie wir bei uns, in Deutschland. Andere Länder sind in Europa sind auch schon deutlich weiter als wir. Und ich glaube, dass das die richtige Antwort auf die Frage ist. Ganz herzlichen Dank, Frau Hackenisch. Wie sehen Sie das? Ist es die falsche Frage oder ist es vielleicht auch trotzdem noch ein Vehikel oder ein Mittel zum Zweck? Könnte es das sein? Wie ist Ihre Einschätzung? Na, ich glaube, meine Einschätzung ist nicht so weit entfernt von Herrn Oettchen. Also ich denke auch, dass es zentral ist, also die Frage der Produktion und der Verteilung von Impfstoffen und dass nicht per se die Patente darauf eine Antwort sind. Dass sich jetzt, also wie gesagt, nochmal sehr viel mehr die Frage stellt, wie kann die Produktion hochgefahren werden und wie kann sichergestellt werden, dass über COVAX auch global alle Länder profitieren und nicht in erster Linie europäische Länder, Nordamerika, sondern wie kann global quasi der vorhandene Impfstoff besser verteilt werden. Und ich sehe auch nicht unbedingt, dass quasi die Aufhebung der Patente darauf insbesondere kurzfristig gute Lösungen bringt, weil selbst bei der Aufhebung der Patente ist dann ja immer noch braucht, um die Produktion hochzufahren. Und vielleicht eher die Frage ist, wie können Lizenzen ausgeweitet werden und wie können afrikanische Länder darin unterstützt werden, dass Produktionsstätten besser ausgestattet werden, um die Impfstoffe dann auch herzustellen. Was ja, also ich meine, wenn wir die Diskussion dazu in Deutschland sehen, das ist ja, passiert ja auch nicht von heute auf morgen, dass das neue Produktionsstätten initiiert werden können. Und ich denke, dass es eher in die Diskussion eher in die Richtung gehen müsste. Und jenseits der Impfstoffe denke ich, dass es sehr viel mehr Diskussion dazu braucht. Also es gibt ja einmal die Gesundheitskrise, aber dann auch eine sozioökonomische Krise, die sich als Folge aus den Lockdown-Maßnahmen und aus veränderten Wirtschafts- und Handelsflüssen ergibt. Und dass auch darum es noch sehr viel mehr Debatten geben müsste in der Kooperation zwischen europäischen und afrikanischen Ländern, weil natürlich also wir in Europa sehr umfangreiche Pakete geschnürt haben, um europäische Länder daran zu unterstützen, die sozioökonomischen Folgen der Krise abzufedern. Und das passiert ja nicht in dem gleichen Maße auch in afrikanischen Ländern, sondern die zusätzlichen Investitionen, die getätigt werden, um die Wirtschaft quasi wieder in Gang zu setzen, die passieren ja in erster Linie in Industrieländern und in einem sehr viel geringeren Umfang in afrikanischen und anderen Entwicklungsländern. Und ich denke, dass es jenseits der Impfstoffe auch noch eine sehr viel umfangreichere Diskussion dazu braucht, wie kann man eigentlich die sozioökonomischen Folgen abfedern und da in eine andere Kooperation kommen. Vielen Dank für die Einsichten. Herr Mambasa, haben Sie ganz kurzes Statement? Weil wir sind schon ziemlich vorangeschritten an der Zeit und ich würde noch einen unserer Handzeichengebern die Chance gern geben, eine Frage zu stellen. Also wenn es kurz ist, gerne. Okay, ich mache das ganz kurz. Zunächst, glaube ich, gilt es zu berücksichtigen, wie Frau Hackenisch das gesagt hat, dass Zugang zu Covid-19-Impfstoffen nicht die größte Priorität gerade in afrikanischen Ländern ist. Die Länder sind sehr unterschiedlich betroffen von der Pandemie. Bis auf Südafrika geht es den meisten Ländern gut. Auf die Bilder vom Anfang zurückzukommen, es ist nicht die Katastrophe eingetroffen, die wir prognostiziert haben. Das ist wichtig, das zu sagen. Nichtsdestotrotz haben sie die sozioökonomische Krise. Dafür brauchen wir andere Debatten, zum Beispiel im Blick auf Schulden, die Länder jetzt machen, im Blick auf Förderung der Wirtschaftsstrukturen und so weiter und so fort. Was die Patentfrage angeht, glaube ich, plädiere ich auch dafür, sie umfassender zu sehen. Und ich glaube, da wäre die
die Doha-Runde, die Doha-Handelsrunde wichtig. Dort wurde diese Frage umfassend diskutiert. Es ging zum einen darum, wie die Balance kreiert werden kann zwischen denen, die Investitionen tätigen, um Medikamente oder Impfstoffe zu produzieren, und globale Gerechtigkeit, das heißt die Möglichkeit auch für die Ärmeren Zugang zu diesen Medikamenten zu bekommen. Aber zum anderen geht es auch darum, Wissen aus allen Teilen der Welt wertzuschätzen. Das Wissen, was auch im globalen Süden da ist, als solches auch einzuerkennen und Möglichkeiten zu finden, das auch zu fördern. Ich glaube, wenn wir diese Frage so umfassend behandeln, haben wir eine andere Grundlage für die Debatte als die aktuelle Debatte. Ganz lieben Dank. Das waren nochmal gute Einblicke auch ob der Pandemie-Auswirkungen auf dem gesamten Kontinent. Ich gebe jetzt noch einmal das Mikro frei, Herr Nikolai Edinger, wenn Sie mögen. Eine schnelle Frage, eine schnelle Antwort. Oder wurde die Frage möglicherweise schon beantwortet? Sind Sie da? Nein? Dann vielleicht Herr Reinhard Naujox mit der letzten Frage. Ich bin ein Freund von Afrika. Ich bin da schon 10-mal auch als Tourist, aber auch mit privaten Kontakten gewesen. Und ich empfinde als Europäer ein gewisses Schuldgefühl wegen unserer Kolonialzeit. Deutschland war ja auch dabei, aber die anderen Länder sind auch schon genannt worden. Und wir haben also wirklich eine Bringschuld für die Entwicklung von Afrika. Mein Interesse ist das Projekt oder die Projekte Wasser für Afrika. Da haben die Lions schon, die internationale Lions-Organisation schon was gemacht, aber es gibt auch wohl andere. Da gibt es die wunderbare Möglichkeit, ganz Afrika ist von Wasser umgeben und Sonne für Solarenergie hat Afrika auch. Da könnte Europa wirklich praktische, nachhaltige Hilfe leisten. Und ich habe die Frage, kennen Sie Projekte oder wie kann Europa da handeln, also an alle drei Referenten. Wir müssten uns tatsächlich für einen entscheiden. Ich gucke einfach, wer nickt. Beziehungsweise, falls Projekte Wasser in Afrika, hat einer von Ihnen dreien Erfahrungen, welche Projekte da weiter zu empfehlen wären? Nein. Frau Hackenisch? Ich bin keine Expertin im ja. Wasserbereich, aber ich meine, die Kooperation der EU mit afrikanischen Partnern in dem Bereich ist meines Wissens nach auch sehr differenziert und betrifft eine ganze Reihe von Feldern. Also einmal Wasser als Energieerzeugungsquelle, also es gibt eine ganze Reihe von Staudammprojekten und quasi Projekten, wo Wasser als Energiequelle genutzt wird. Und dann gibt es aber natürlich auch eine ganze Reihe von Fragen, die sich drehen rund um saubere Wasserversorgung in Städten und in ländlichen Gebieten, wo die EU aktiv ist. Und Wasser spielt eine wichtige Rolle, beispielsweise auch in zwischenstaatlicher Zusammenarbeit, wenn es um beispielsweise Flüsse geht, die Grenzen überschreiten, die genutzt werden für wirtschaftliche Aktivitäten zur Energiegewinnung und wo auch Konflikte um Wasser entstehen und wo die EU dann auch ein Akteur ist, der sich mit einbringt. Also beispielsweise rund um den Nil gibt es ja auch also sehr kontroverse Diskussionen um die Nutzung des Wassers im Nil und auch da ist die EU ein Akteur, der sich dann mit einbringt. Also das heißt, das Thema Wasser ist sehr vielfältig. Ob es jetzt um die Nutzung im privaten Bereich geht, in Städten oder im ländlichen Raum oder um Energiegewinnung in kleinerer oder größerer Umfang. Und genau dementsprechend muss man da wahrscheinlich nochmal etwas differenzierter hinschauen, in welche Richtung genau das Interesse dann geht. Ich kann ganz herzlich.
ganz kurz ein Projekt empfehlen. Sehr gerne. Was im Entstehen ist, aber auch an einigen Orten schon auch umgesetzt wird. Das ist der sogenannte grüne Gürtel. Das, die Idee, sozusagen die Sahara zu bepflanzen, vom Westen zu Osten, mit zwei Zielen, zum einen Wüstenbildung aufzuhalten und zum anderen auch klimapolitisch CO2-Ausstoß zu speichern. Bei so einem Projekt spielt natürlich Wasser eine große Rolle, weil diese Region, die jetzt begrünt werden soll, eine trockene Region ist. Ich glaube, sich da einzubringen, dass dieses Projekt umgesetzt wird, wäre schon gewinnbringend. Nicht nur für Menschen in den Regionen Afrikas, sondern auch für uns hier. Vielen Dank. Ich glaube, das hilft wahrscheinlich weiter bei der Recherche. Dafür vielen Dank. Ich denke, wir sind durch sehr viele Themen heute Abend durchwandert, haben die Themen durchwandert, sind schon, haben einen guten Streifzug, ein gutes Schlaglicht auf viele Themen bekommen. Ich freue mich, dass ich das heute nicht zusammenbinden muss, sondern dass wir dafür, ähnlich was Sie vor sich sehen, ein Graphic Recording haben und darf Christine Eulmann dazu holen, die diese Graphic Recordings für uns macht, beziehungsweise für die Europa-Union und den heutigen Dialog. Ich bin sehr gespannt, was sie uns mitgebracht hat und lade Sie alle ein, das Schmankerl jetzt zu genießen, denn sie bindet für uns noch einmal die letzten gut 1,5 Stunden zusammen, was wir heute besprochen haben. Und die Folie ist voll. Christine. Ja, danke. Danke für die wunderbare Überleitung. Ich habe jetzt derweil schon mal meinen Bildschirm geteilt. Und ich muss sagen, die letzten 1,5 Stunden sind verflogen wie nichts. Ich konnte ganz aktiv zuhören und ein paar visuelle Ankerpunkte hier auf das Blatt Papier bringen. Das fasst natürlich um Längen nicht den wertvollen Inhalt zusammen, den wir jetzt die letzten 1,5 Stunden gehört haben. Aber ich hoffe, es gibt so ein paar Punkte noch, die wir hier auch als Takeaway mitnehmen können. Und um jetzt so ein bisschen auch eine Struktur zu zeigen, habe ich mal so mir erlaubt, mal so ein bisschen so einen grünen Pfeil hier durch das Bild huschen zu lassen. Und ich gehe jetzt mal tatsächlich auf meine Ansicht im Zeichenprogramm. Und zwar braucht es noch einen Moment, dann bin ich da gleich, wo ich sein will. Mhm. Genau, dann kann ich mich hier auch wunderbar reinzoomen und wir können ein bisschen durch das Bild nochmal gehen und die letzten 1,5 Stunden zurückzugehen. Genau, wir sehen hier das Referentinnen-Team. Und begonnen haben wir tatsächlich, wenn ich mal hier so reinsuche, mit dem Bild auf Afrika, aber auch hier ganz schnell deutlich zu machen, ist, wir gucken nicht mit Europa nur auf Afrika, sondern es ist ein Miteinander. Wir sollten uns gegenseitig betrachten und ins Bild nehmen. Das ist vielleicht was, was ich nachher noch hinzunehmen soll, denn eins ist klar, diesen Krisenkontinent, den wir hier so im Blick haben, sollten wir differenzierter betrachten und diese Wahrnehmung darauf schärfen, tatsächlich Afrika als Partner auf Augenhöhe zu sehen. Und diese beiden Augenhöhe-Sprechblasen sollen uns hier auch ganz doll stärken, die Überwindung des kollegialen Blicks, die asymmetrische Ignoranz. Hermann Banzer, das haben Sie ja vorhin schon mal ganz gut gesagt, das ist ganz wichtig, das jetzt hier tatsächlich in Fokus zu nehmen und uns mehr zu gucken, wie können wir als PartnerInnen auf Augenhöhe hier zusammenkommen. Und was es tatsächlich braucht, sind neue Zukunftsmodelle und Kooperationen. Frau Hackenisch, Sie haben das ganz besonders mit den Kooperationen hier hervorgerufen. Und deshalb habe ich hier mal diese Lupe, die Suche hier auch deutlich zu machen. Also es soll ja nicht so irgendwie so ein Zahnmännchen sein, was Sie vielleicht von Karius und Baktus doch kennen, sondern ich habe da schnell mal versucht, Afrika abzubilden und das Sternchen symbolisch für Europa. Also gemeinsam auf Zukunftssuche zu gehen, ist hier, denke ich, das, was ich hier gut rausgehört habe. Und ein Beispiel hatten wir hier auch von der Veranstaltung von vor 2 Tagen, wo wir hier diese Key Learnings auch mitgenommen haben. Also es gibt VisionsträgerInnen unter uns, die sagen, wir möchten das nicht nur in
Visionen haben, sondern wirklich auch anpacken. Ein Beispiel haben wir ja auch gerade gehört von Herr Oetchen. Sie haben gesagt, der Jugendaustausch Erasmus sollte ausgearbeitet werden, also als eine Sache für Zukunft, aber natürlich auch diese gemeinsame Politik hier zu sehen, den Wirtschaftsaustausch als einen Faktor von vielen, die Sie genannt haben, habe ich hier mal rausgenommen. Also wirklich eine wir-europäische gemeinsame Politik. Und dennoch begegnen wir auch diesem Dilemma. Wir haben von Produktionen gesprochen, deshalb hier die Milchtüte oder beispielhaft die Tomatendose. Also das Dilemma aus auch diesen unterschiedlichen Interessen. Wir haben gesehen, durch die Umfrage, die ja auch ganz interessant war, deshalb stehen ja auch 43%, dass es irgendwie doch immer noch so sehr profitgeprägt ist und dass das auch was ist, was definitiv anzupacken gilt in der nächsten Zeit. Deshalb stehen hier die 43%, weil wir die hier rausgenommen haben aus der Umfrage. Und um sozusagen eine Sache zu überwinden, gilt es halt, die Wertschöpfung in den Fokus zu nehmen und auch hier zu sehen, dass die Wertschöpfung in Afrika stattfinden muss. Die Schokolade, Herr Oetchen, habe ich hier versucht mal aufzunehmen, genauso wie Fischerei oder halt insgesamt das Outsourcen irgendwie von unsererseits nach Afrika, das muss neu gedacht werden. Da haben Sie viele schöne Einblicke gegeben und natürlich nicht zuletzt auch gesagt, der Fokus sollte auf nachhaltige Entwicklung sein, aber eben auch der Fokus aus Bildung. Und Sie haben ganz toll nochmal gesagt, dass die Initiative ja auch in der Lebensmut auch von den AfrikanerInnen selbst kommt. Also es ist nicht was Europa nur sozusagen dann liefern sollte, sondern auch da einfach ganz viel Energie steckt und diese Vielfalt auch als Chance für ein gemeinsames Miteinander hier gesehen werden sollte. Und ja, das Wissen, was auch was Afrika Europa geben kann, genauso wertzuschätzen wie das Wissen, was Europa Afrika geben kann, eben das Auge auf Augenhöhe. Und zuletzt, deshalb hier dieses, ich glaube, ich weiß nicht, wie oft ich so ein Corona-Männchen in den letzten anderthalb Jahren gemalt habe, aber auch hier finden wir es wieder, also das Corona-Männchen und die große Spritze soll hier nochmal darstellen, wie wichtig es ist, auch jetzt das Impfthema hier mit in den Fokus zu nehmen, aber eben auch ganz klar, nicht nur zu gucken, wie verteilen wir, wie produzieren wir, sondern auch die Bevölkerung insgesamt muss einfach mitgenommen werden. Und die sozioökonomischen Folgen, die Sie ja auch vorhin noch mal genannt haben, gesagt, wichtig ist es, klar, jetzt hier auf das Hier und Jetzt zu gucken, aber auch in die Zukunft reinzuschauen, wie können wir dort auch gestärkt aus der Krise gehen und die Punkte, die jetzt uns die Krise auch sozusagen turbulent durcheinander rühren, eben abfedern, also die sozioökonomischen Folgen. Und nicht zuletzt dachte ich nämlich jetzt auch das Wasserthema hier nochmal auf, also Wasser als Ressource zu nutzen und den grünen Gürtel vielleicht auch abschließend für das grüne Band der letzten anderthalb Stunden. Das ist was wir mitnehmen sollten. Und damit, der Überblick und vielleicht kriegen wir noch ein kleines Abschlusswort hier unten rechts, damit meine Lücke noch gefüllt ist. Aber ja, das sollen die visuellen Ankerpunkte sein des Abends. Wow, ganz herzlichen Dank, Christine. Ich weiß, warum ich mich immer am Ende der EOD-Bürgerdialoge drauf freue, wenn du dabei bist. Das ist ein umfangreiches Bild und ich denke, wir können gemeinsam alle sehr stolz drauf sein, dass so viele Themen tatsächlich heute Abend besprochen wurden. Und es gab auch einen Hinweis schon im Chat und da darf ich Sie schon alle einmal darauf hinweisen, dass dieser Bürgerdialog die Kommentare, Forderungen, Wünsche auch Teil der Konferenz zur Zukunft Europas sein werden. Für alle, die mögen, kommt gleich noch eine Folie eingeblendet, glaube ich, mit dem jeweiligen Link, wo Sie sich gerne jederzeit einbringen können, um die Zukunft Europas mitzugestalten. Sie werden diesen Veranstaltungstitel, wie gesagt, finden und können auch dann sich weiter einbringen, mitmachen und weiter mit diskutieren. Ich möchte auch noch einen kleinen Terminhinweis loswerden. Am 31. Mai um 14 Uhr haben Sie die Chance für den nächsten deutsch-skandinavischen Online-Jugenddialog. Da wird es vor allem um die nachhaltige Zukunft gehen. Sustainable Future of Europe steht hier schon
Wir hoffen, dem Erdberg geht es bald wieder ein bisschen besser, aber da können Sie sich wieder einbringen, mitdiskutieren, mit dabei sein. Und dann bleibt es mir jetzt nur noch, mich bei Ihnen allen ganz herzlich zu bedanken, Herr Oetjen, Herr Mambazer und Frau Hackenesch, für Ihre Teilnahme, für Ihre Standhaftigkeit, dass Sie uns Rede und Antwort gestanden haben, dass Sie so viele Themen nochmal auch auf das Tableau gebracht haben und uns Einblicke gegeben, wie da der aktuelle Stand ist. Ich denke auch ein besonderer Dank, dass Sie sich nochmal mit einigen Themen beschäftigen werden und die Teilnehmenden ansprechen. Herr Oetjen, sei an dieser Stelle auch noch gesagt und natürlich an die Zuschauerinnen und Zuschauer, an die Teilnehmenden der Diskussion. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht, so viele Fragen im Chatverlauf zu sehen. Das war gar nicht möglich, alle abzuarbeiten heute sozusagen ganz statisch, aber wir haben versucht, viel zusammenzubinden. Und das ist ein tolles Zeichen natürlich auch für Ihr Interesse und Ihre Mitwirkung. Dafür ganz herzlichen Dank. Und last but not least möchte ich auch nicht die Dolmetscher verpassen, mich bei Ihnen nochmal bedanken für Ihre Arbeit in den letzten anderthalb Stunden. Das war mit Sicherheit die schwerste Aufgabe. Ganz herzlichen Dank, dass Sie dabei waren und auch unserem internationalen Publikum die Möglichkeit gegeben haben, der Diskussion zu folgen. Ja, und dann bleibt mir nur noch, Ihnen tatsächlich allen einen schönen Abend zu wünschen. Wir sind zwei Minütchen über der Zeit, aber ich sehe, Sie sind alle noch ganz geduldig da. Nochmal lieben Dank, bleiben Sie uns gewogen und bis bald.